Einen wunderschönen guten Donnerstag gewünscht, meine lieben Freunde des Streamingtainments. Wir gehen mal wieder ein bisschen in unsere strahlender Diamantminen rein. Wir haben ja jetzt ein bisschen länger nicht mehr. Was heißt ein bisschen länger? Wann haben wir das letzte Mal gespielt? Ich glaube, Sonntag. Gefühlt sind wir immer noch. Ich weiß nicht, ich dachte immer, dieses Spiel geht wesentlich schneller, aber wir sind teilweise echt langsam, was. Vermutlich daran liegt, dass das Spiel nicht das schnellste ist, aber hey, das ist auch egal. So, wir gucken unser Team mal kurz an. Wir haben immer noch Sazenia mit am Start. Ich glaube, es ist schon was gestorben, aber das meiste so von unserem Main-Squad ist noch durchaus da. Luxtra ist inzwischen so ein kranker Banger geworden, das ist der Wahnsinn. Ich merke gerade, Raschel entwickelt sich tendenziell sogar bald, was für uns wiederum bedeutet... Haben wir noch keinen Surfer? Ja, wir haben doch... Oh. Ja, stimmt. Ich muss ja den fünften Orden als erstes machen. Ich bin dumm. Ich dachte, wir könnten aus irgendwelchen Gründen zur Feurio-Hütte abbiegen. Aber nein, können wir natürlich nicht. Wir müssen ja erstmal ganz gediegen hier rüber und uns an den nächsten Orden setzen. Da war was. Komplett verpeilt. Bin ich ehrlich... Kein bisschen dran gedacht, aber was soll's. Ja gut, dann. Auf geht's in die Arena. Ich möchte so viele Erfahrungspunkte wie möglich auch wieder mitnehmen. Ah ja, das war das mit der Mathematik. Weil, wie gesagt, ich will Brutalander haben. Das würde unser Team tatsächlich recht gut ergänzen, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist recht laut. Ist das Spiel laut? Muss ich das Ding leiser machen oder ist das okay? Aber ich mache es zumindest für mich einen Ticken leiser. Weil ansonsten ist es schon sehr laut. Hallo Leon, hallo Pompika, ich hoffe euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag bis hierhin. Hello Turbobrand Relikant, eins meiner Lieblings-Pokémon. Ich muss sagen, sogar der Background sieht gar nicht mal so scheiße aus, muss ich gestehen. Hallo Kreine, du traust dich was. Ich habe extra in den Titel... Ist der Titel nicht aktuell? Ich habe extra in den Titel nämlich eigentlich gepackt, es gibt einen Gen 9 Trailer Talk. Deshalb bin ich überrascht, dass du dich hierher traust. Gerade für dich. Ich dachte mir so, okay, heute kam ein neuer Trailer raus. Dann dachte ich mir... Rein in die Masse. Darüber werden wir heute reden. Definitiv. Also da werden wir nicht drum rumkommen. Wie fandet ihr so das neue Mon? Immer einen Titel lesen. Ja, schwierig. Also, erst einmal ist das neue Mon falsch. Weil es gab ja mehrere. Also, wenn man den Trailer auseinander nimmt, findet man tatsächlich sehr, sehr viele Mons, muss man sagen. Offiziell gesehen, nenne ich es jetzt mal, findet man eins. Ein einziges. Wenn man sich alles anguckt, findet man, glaube ich, bis zu 1, 2, 3, 4, 5 weitere Mons, findet man, glaube ich. Die man bis dato noch nicht gesehen hat. Welches aus Gen 9 ist? Welches aus Gen 9 ist, ja. Kann man bis zu 5 weitere finden, wenn man den komplett auseinander nimmt. Wenn man noch genauer rein in die Masse geht... Aber die erkennt man, also einige findet man nicht wirklich gut. Glaube ich, gibt es sogar noch einmal 2 mehr, wenn ich das richtig weiß. Es gibt tatsächlich sehr, sehr viel. Ich habe Lautstärke auf nur Wasser, ein Ehrenmann. Dementsprechend, aber dann darfst du auch nicht in den Chat gucken, das ist schwierig. Und hallo Belinio, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hallo. Es gibt wirklich sehr, sehr viele, die man mehr oder minder... gesehen hat. Also die Girafarik Evo haben wir alle gesehen, denke ich mal. Also die war ja nicht zu übersehen. Also wirklich überhaupt nicht. Die finde ich actually sehr cool, muss ich sagen. Ich mochte die. Ich wusste schon, dass die existiert. In den Leaks war die nämlich schon drin. Und hallo Elinio, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hello. Dementsprechend wusste ich darüber schon Bescheid. Das war also nicht wirklich eine kranke neue Information für mich. Bin ich eigentlich davor mit irgendwas gegen den rausgewechselt? Ich glaube sogar ja. Ich glaube, ich bin gegen Raupi rausgewechselt. Genau. Das Ding finde ich ganz nice. In den Leaks, glaube ich, hieß es sogar damals noch, dass das Monopsycho wäre. Jetzt scheint es aber Normalpsycho zu sein, was ich sehr gut finde. Weil ich will ja nur Dual-Typings in meinem Team haben. Dementsprechend, da habe ich Bock drauf. Das heißt, das ist auf jeden Fall jemand, den man reinnehmen kann. Allgemein, glaube ich, werde ich aber sehr viel mit dem Team rotieren. Einfach mal gucken, was reinpasst. Ich meine, es wird eh wieder den EP-Teiler geben, also von dem her.
kann man da rotieren, wie man will. Hallo Snacksu, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hello. Ja, ich weiß auch nicht, der Trailer so am Anfang hatte ich mega Bock. Ich war richtig heiß, Zeug zu sehen. Ich glaube, nach 2-3 Minuten, als ich kein neues Mon auch gesehen habe und alles, dachte ich mir nur so, zeigt dir jetzt einfach nur nochmal alles, was wir eigentlich schon wissen. Weil, also, im Endeffekt, wenn man... Lol. Okay, Nasknet ist das neue Ditto in dem Spiel, gut zu wissen. Im Endeffekt, wenn man halt den Trailer... Haben wir überhaupt was richtig Gutes? Ja, wir können ihn mit Drachenklaue angreifen. Wenn man den Trailer jetzt nicht auseinander nimmt, sieht man da eigentlich nicht wirklich viel Neues. Und Kevin, vielen, vielen Dank für den nicen Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Hello. Weil wenn man den Trailer ein bisschen auseinander nimmt tatsächlich und Ed Sheeran strikt die Videos bzw. Streams, wenn seine Musik läuft, echt? Wirklich? Also unironisch oder ist das nur einfach so haha witzig? Na, Kevin, hallo Power Pika. Power Pika, Yukiko meine ich. Aber euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag heute. Hello. Pionscora, der Süßi. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ich weiß aber nicht mehr was. Achso, keine Ahnung. Okay. Die Wüste in Gen 6 regt mich auf. Ich hasse diese Wüste dort drin auch. Es ist... Okay. Besser ist. Besser ist. Downy. Ja, hätte ja sein können. Wer weiß, vielleicht hat Ed Sheeran, also wäre weird, wenn Ed Sheeran sich denkt, haha, ich nehme euch hops. Aber hey, es kann sein, dass es demnächst keine Apfelschorle mehr gibt. Wie ist, was? Hä, wie, in welcher, das musst du jetzt genauer erläutern. Ich verstehe diese Aussage nicht und mir gefällt diese Aussage nicht. Bei mir ist auch alles gut, danke der Nachfrage. Wir müssen jetzt kurz vom Pokémon Talk einmal weggehen. Es gibt gerade anscheinend ein sehr dringendes Thema zu besprechen. Inwiefern gibt es keine Apfelschorle mehr? Kohlensäure ist extrem knapp. Das finde ich aber nicht gut. Also das Ding ist, ich mag meine Apfelschorle, wenn gar nicht mal so viel Kohlensäure drin ist. Weil ich finde, bei vielen Apfelschorlen wird mit der Kohlensäure sehr übertrieben, sodass es fast nur nach Kohlensäure schmeckt. Aber wenn es sie gar nicht mehr gibt, dann weiß ich nicht, wie geil ich das finde. Weiß man jetzt nicht, ob man das sagt. Andererseits... Die werden doch wohl noch Flaschen haben für... Dass ich mein Wasser... Da ist ja aber auch Kacke für Wasser. Sprudelwasser und so. Ich meine, ich kann ja auch mit Sprudelwasser ansonsten mixen. Ich wollte gerade sagen, ist in Spezi nicht sogar auch das Gefühl... Darüber reden wir nicht, das deprimiert mich nur. Das gefällt mir nicht. Lasst uns lieber über Pokémon reden. Ich mag meine Apfelschorle gerne... Also komplett ohne Kohlensäure ist es ja nicht mehr wirklich... Also wenn ich jetzt nur Apfelsaft und Leitungswasser sozusagen mische, dann ist das eher so mäh. Weil das verdünnt es ja im Endeffekt nur, da will ich schon ein bisschen mein Prickeln haben. Aber ja. Ja, lasst uns nicht über... Wir hoffen einfach, dass sich alles auf der Welt jetzt noch im Verlaufe des Jahres beruhigt und alles wieder okay wird und normal wird. Und dann ist alles gut. Downy ohne Apfelschorle ist nicht da. Ich habe jetzt schon 2 Wochen ohne Apfelschorle gelebt. Das war schlimm. Jetzt habe ich wieder meine Apfelschorle hier. Steht doch schon parat, Freunde. Ist doch alles gut. Ja. Ja, zu Pokémon ansonsten. Wir können ja erstmal darüber reden, was wir jetzt alles in Pokémon machen können. Wir können jetzt TMs anscheinend craften. Ich hoffe, man kann die beliebig oft craften. Wenn nicht, wäre das System mega dumm. Aber Schokobons gibt es wieder, super. Daten. Das finde ich eigentlich sehr gut. Weil das dem Erkundungsaspekt und dem Aspekt Pokémon zu besiegen... tatsächlich einen Sinn gibt. Bis auf das logischerweise Leveln von eigenem Pokémon. Aber dass man dann noch quasi einen zweiten Effekt hat, weil ich glaube ja irgendwie die Mons können so Teile davon spawnen lassen, wenn sie besiegt werden oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann finde ich das tatsächlich sehr gut. Dann ist das eine coole Sache, gefällt mir actually wirklich dann gut. Das finde ich ganz nice. Dann können wir Sandwiches machen. Ich weiß nicht, warum wir Sandwiches machen können. Ich weiß nicht, gibt's irgendwas, also jetzt mal, also wirklich, was hat Spanien mit Sandwiches zu tun? Gibt's da irgendeine Geschichte hinter oder verstehe ich da irgendwas dran nicht? Weil soweit ich weiß, ich wüsste jetzt nicht, dass es in Spanien jetzt irgendwie, was hat England mit Curry zu tun? Ja, das stimmt eigentlich auch, das passt zu Indien. Wobei, gab's nicht irgendwas, oder war da nicht irgendwie eine Referenz damit? Ja, es ergibt auf jeden Fall keinen Sinn. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ansonsten überlege ich gerade.
Warum ist eigentlich Mark Brandt der Einzige, der diesen Liebe-Freundschaftseffekt, nenne ich ihn jetzt mal, hat? Auf jeden Fall, das haben wir am Schlüssel. Ist okay, ich weiß nicht, was ich damit groß machen soll, aber werde ich halt einmal in meinem Leben machen. Und dann schauen wir mal. Dann, man kann seine Pokémon jetzt wie Nintendox waschen und so Zeug. Also man kommt sehr nah an so Nintendox-Kram dran. Das finde ich sehr, sehr cool wiederum. Weil das Campen war schon ein bisschen, also ja, da konntest du wirklich wenig machen. Jetzt kann man da mehr machen, das finde ich sehr gut. Ja, die Umgebung sah nicht überraschend leer aus. Also ich habe jetzt nicht mit einer Umgebung gerechnet, wo sehr viel passiert, wo sehr viel los ist. Was sagst du zu dem neuen Trailer mit dem neuen Pokémon Schildquad? Was für Schildquad? Was? Ich weiß nicht, was sie meinen. Dann auf jeden Fall. Was wurde noch so? Was kann man noch machen in dem Spiel? Was gab's noch so? Was sagst du zur Customization? Finde ich ganz, also finde ich sehr gut, dass man das machen kann. Ich verstehe nur nicht, warum man die ganze Zeit in dieser dummen Schuluniform anscheinend bleiben muss. Ich glaube, das ist etwas, was, glaube ich, sogar confirmed ist. Ansonsten, ja, habt ihr jetzt einen Leak von mir bekommen, dass man die ganze Zeit in der scheiß Schuluniform rumläuft? Das finde ich so dumm. Also Haare verändern finde ich sehr gut. Das ist so non-binär, es ist, ist mir tendenziell recht wurscht. Also ist natürlich eine gute Sache. Dementsprechend ist daran auch nichts Negatives auszusetzen. Ich kann jetzt meine Haare wie ein Mädel machen, also von dem her mega. Oder halt, also, ne, wie damals die Frisur von einem Mädel quasi gewesen wäre in einem Pokémon-Spiel. Also von dem her, das ist mir, also das war irrelevant für mich. Das war halt so, ja, nett, aber juckt mich nicht. Jetzt überlege ich gerade, gab es noch was? Was gab es noch? Mir fällt gerade nicht ein, was es noch gab. Mons wird genderfreundlich, das ist nicht mehr mal Mons. Der Trailer, wo das neue Pokémon gezeigt ist, ist aber fast eine Woche her. Du meinst, das Dickda-Viech? Das heißt doch nicht Shedquad, Shield oder Shieldquad. Ich glaube ja, du meinst Schlickda. Aber das heißt ja, also, da hast du dich aber, das schlägt da. Also wenn du den meinst, da hast du dich aber dolle verschrieben, du. Huiuiui. Ja, ist halt, also ist halt ein Dickter, das weiß es, ne? Also, das kann sehr weit nach draußen. Ich weiß nicht, ich bin, also, hätte wegen mir nicht sein müssen. Vor allem, weil es halt wieder ein Gen 1 Pokémon ist. Wo ich halt wieder das Kotzen bekomme, dass es immer diesen dummen Gen 1 Pokémon in den Arsch geschoben wird. Das ist so mein Problem. Ich finde es ja nicht schlimm, wie der aussieht. Ich finde auch die Idee dahinter eigentlich nicht schlecht. Also sie ist einerseits faul, die Idee, andererseits ergibt die Idee aber auch sehr viel Sinn, weil das ja in der richtigen Natur auch so ist, dass die Mons sich halt der Umgebung auch anpassen, dementsprechend Typen ändern und alles. Ich dachte erst, das wäre mit der Regionalform quasi schon. Also mein Problem ist, dass ich nämlich dachte, dass das quasi die Regionalform quasi sein soll. Aber die passen sich der Region an, glaube ich, nenne ich es jetzt mal. Und ich glaube, die Form, die wir jetzt quasi dadurch bekommen, passen sich erklärungstechnisch zumindest der Umgebung halt an, so wie ich das verstehe. Aber was mich halt, wie gesagt, einfach sauer macht, ist, dass es schon wieder ein gottverdammt dummes Gen 1 Pokémon sein muss. Ich verstehe nicht, warum es die ganze Zeit sein müssen. Ich verstehe, warum man damit anfängt und recht viele von denen macht. Aber auf Dauer geht es mir einmal nur noch auf die Eier, bin ich ehrlich. Okay, Angriff steigt stark. Weiß ich nicht, ob ich davon so ein Fan bin. Weiß ich jetzt nicht. Also ja. Dann ansonsten, ja, gab es auf jeden Fall einige Pokémon, die man sehen konnte. Hallo Professor Toad, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Bis hierhin. Bisher hat Mauzi noch nichts bekommen, ja, Gott sei Dank. Muss auch nicht sein, dass der was bekommt. Also, wir haben die Girafarik-Evo bekommen. Finde ich sehr nice. Wird wahrscheinlich sogar bei mir im finalen Team drin sein, wenn der wirklich psychonormal ist. Wenn er kein Dual-Typing hat, dann fliegt der. So, dann hat man, was tatsächlich interessant ist, nur im Englisch oder in den anderssprachigen Trailern und nicht in dem japanischen Trailer eine Minimap gesehen, wo drei Pokémon confirmed wurden.
Und zwar ein Maus-Pokémon ist wie so eine Cartoon-Maus ein bisschen in die Richtung aussieht. Die ist mir eigentlich ziemlich scheißegal, um ehrlich zu sein. Ist halt eine Maus. Dann einen grünen Vogel, der ganz nett aussieht, wie so ein Standardvogel halt mit Federn und allem drum und dran. Hallo Xado, ich hoffe, dir geht's gut, ich hoffe, du hattest einen schönen Tag, hallo. Und dann gefühlt einen Steinpilz. Den finde ich sehr cool. Ich habe mega Bock auf den Steinpilz, den will ich unbedingt haben. Ich hoffe, der kriegt am Ende des Tages ein Dual-Typing. Ich vermute aber, der wird kein Dual-Typing haben. Vogel mit Federn, wow. Also mit Federn meine ich wirklich, dass du die Federn auch quasi mehr oder minder siehst, glaube ich. Also auch durch den Schwanz und alles. Zum Beispiel bei der Tiere finde ich, siehst du die Federn nicht so sehr, nenne ich es jetzt mal. Also auf den Pilz habe ich mega Bock. Dann hat man, glaube ich, auch, aber allerdings nicht allzu deutlich, noch weitere Pokémon gesehen. Und zwar hat man die Vorentwicklung des Klingen- und des Schuss-Pokémon, also von diesem Feuer-Psycho, von den Kriegermons gesehen. Der sah einfach wie ein kleines Kitty aus, das man wegtreten kann. Dann, boah, was hat denn man noch gesehen? Jetzt muss ich einmal kurz nachgucken, was man gesehen hatte. Genau, man hat noch, wo ist es denn? Man hat noch also die hat man nicht ganz erkannt, diese Pokémon, aber es gibt irgendwas gelbes Fliegendes, was wie eine Münze aussieht. Also wirklich legitim eine fucking Münze ist. Und es gibt irgend komisches fliegendes Antennen-Pokémon noch. Und das wurde alles gezeigt. Dann gibt's noch was, was man aber tendenziell nur bemerkt, wenn man die Leaks gesehen hat. Deshalb gehe ich da mal nicht weiter drauf ein. Kann mir vorstellen, dass Farigarif mit Caustic Barrier oder der neuen Fähigkeit ganz cool werden könnte. Weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Weil das Problem ist, also wenn die Fähigkeit so ist, wie ich sie richtig im Kopf habe. Warte, hier kommt nochmal was. War 15, das heißt, wir nehmen nochmal ein paar EP mit. Das Problem ist nämlich, dass die Fähigkeit ja so funktioniert, du isst die Beere. Und dann im nächsten Zug isst du sie wieder. Allerdings anscheinend isst du die Beere erst am Ende des Zuges. Das heißt, eine Custard Berry funktioniert ja dann an dem Punkt eigentlich nicht. Ich verstehe die so, dass die. Nee, wie Backentaschen ist sie definitiv nicht. Weil Backentaschen, also die halt, also Backentaschen halte ich ja, weil du das Ding isst. Da bin ich mir recht sicher. Also mit Backentaschen ist es schwierig zu vergleichen. Also ich habe sie so verstanden und so war die Erklärung, glaube ich, auch, die da stand. Du isst sie, also du bist jetzt in der Runde, isst deine Zitrusbeere. So, das ist der Turn für die Runde, mehr passiert da nicht. Und in der nächsten Runde, am Ende, würdest du die Zitrobeere nochmal essen. Das bedeutet aber, wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Salkabeere hast, dann isst du die in Runde 1, bist schneller. Und in der nächsten Runde killst du was und frisst die dann nochmal am Ende des Turns quasi. Da kriegst du den plus 2 Speed Boost. Also es funktioniert für ein paar Beeren, für ein paar aber auch nicht. Zum Beispiel Antibeeren dürften ja eigentlich nicht funktionieren, weil du konntest. Also es stand zumindest da, du isst die ja auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass du das Item wiederbekommst, sondern dass du sie auf jeden Fall konsumierst. Das heißt, es funktioniert nicht für alle. Also von dem her, also es kann sein, dass ich recht habe, es kann auch sein, dass du recht hast. Mir wäre es lieber, wenn du recht hast, weil dann die Fähigkeit besser wäre. Weil so wie ich sie verstanden habe, ist die Fähigkeit, also die Fähigkeit wäre dann gut, wenn die Beere einfach in der nächsten Runde straight up wieder da wäre quasi. Wenn man sagt, okay, das Viech isst die Beere. Also ich erkläre mir die Fähigkeit allgemein so, dass das Konzept von der Beere quasi, dass der Fähigkeit quasi ist, man sagt, okay, du isst die Beere und ein paar Überreste sind noch im Mund drin. Und dann wäre eigentlich für mich der Effekt der Beere so logisch, ich esse sie in Runde 1. Sagen wir mal, es passiert straight up in Runde 1, esse ich meine Zitrusbeere. Und dann in der nächsten Runde, sobald ich wieder dran bin, triggert die automatisch am Anfang. Oder wenn es zum Beispiel eine Antibeere wäre, ich würde in Runde 1 also die Beere essen, resistiere die Attacke und dann in Runde 2 sollte wieder
so eine Attacke kommt, könnte ich sie wieder essen, aber nur für Runde 2 noch. Das ist das, wie ich es verstehen würde, wo ich den Sinn am ehesten sehe. Aber allgemein ist diese Fähigkeit, glaube ich, viel zu komplex gemacht. Und ich denke mir, mach sie doch einfach simpel. Du darfst 2 Runden hintereinander die scheiß Beere fressen. Fertig. Hallo Simoko, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hello, wir reden gerade über den Trailer. Reste aus den Zähnen kratzen. Ja, Zähnen, ja. Aus den Zähnen kratzen. So stelle ich es mir halt zumindest auch vor. Bin ich ehrlich. Alter, wie viel Mauzi, ne? Weil anderweitig sehe ich das nicht unbedingt irgendwie. Also, ich weiß halt nicht, was sonst groß da sein soll. Aber dann wäre ja die Fähigkeit ja nur für Heilungsbären und Salkabären und Co. Was für den Rest dann eher Schmutz, oder? So wie ich es verstehe, ja. Weil ich kann ja zum Beispiel bei einer Antibeere, ich kann ja nicht am Ende der Runde eine Antibeere fressen. Wie soll das funktionieren? Deshalb bin ich mir auch nicht sicher, ob das... Wieso ist die Cam denn schon wieder eingefroren? Das gibt's ja gar nicht. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Weiß nicht, was momentan mit der Cam los ist. Aber immer nur im Stream. In der Aufnahme passiert's nie. Oder meistens nicht. Ich weiß nur, dass in der Rocket-Aufnahme von heute, da war die am Ende aus irgendwelchen Gründen asynchron. Und dann habe ich sie einfach weggemacht. Dann eben doch Schweifrüstung zocken. Ja, Schweifrüstung ist ja einfach nur die Fähigkeit von Serena. Und hallo Toran, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hello. Komm zu hören, aber ja, ich sag, das wird geil. Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht, um ehrlich zu sein. Oder Knüffisch. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung von Knüffisch. Also, bei Knüffisch spielst du ja eigentlich eher auch das Wrong Jaw. Deshalb habe ich es bei Knüffisch auch gar nicht im Kopf. Aber, ja, wenn der auch die Fähigkeit hat, ich habe keine Ahnung von Knüffisch, bin ehrlich. Titanki vom Buntkörper, na gut. Ich bin noch sehr skeptisch, muss ich sagen. Also, ich mache ein paar Sachen ganz gut. Also, dieses Open-World-Ding... So mit diesem Craften von TMs haben sie auf jeden Fall was sehr Gutes eingebaut, wofür es sich auch lohnt. Aber am Ende des Tages weiß ich noch. Also ich bin noch skeptisch. Ich bin lieber ein bisschen skeptisch, ich will mich nicht zu hypen. Ich habe Bock, das Ding durchzuspielen. Ich werde definitiv meinen Spaß haben beim Durchspielen. Da mache ich mir wirklich gar keine Sorgen in irgendeiner Form. Aber wie gut das Spiel am Ende wird, weiß ich nicht. Zumindest für mich, weil ich halt einfach nicht so der Open-World-Typ, wie gesagt, bin und... Das scheint halt einfach ein Open-World-Spiel zu sein. Hallo, Cheeksin. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hello. Ich will noch ein paar neue Items sehen. Viel mehr neue Designs brauche ich gar nicht. Echt? Ich finde, wir haben noch gefühlt gar keine neuen Mons. Ich finde, wir haben dafür schon sau viele neue Items gesehen. Also, ich glaube, wir haben 3 neue Items, die sogar im Competitive da sind. Also... Ach so, du meinst jetzt einfach nur vom Sehen her im Trailer. Ich dachte, du willst allgemein einfach keine neuen Mons mehr haben. Jetzt, okay. Ja, doch, das kann man machen. Aber ich sag so, kompetitiv gesehen haben wir schon einige sehr interessante Items dazu bekommen im Allgemeinen. Deshalb, ich weiß, ich lieg's halt, ja, same. Ich will halt alle Typings gerne festhaben, weil ich sag, wir sind jetzt, es ist 6.10., das heißt, in nicht mal anderthalb Monaten kommt ja das Spiel raus. Ich weiß immer noch... verschluckt. Ich weiß immer noch nicht, wie ich mir das Spiel kaufen soll. Ob ich es downloade, ob ich es irgendwie im Geschäft mir hole. Oder ob ich es bestelle. Weil ich habe wirklich keine Ahnung. Momentan tendiere ich sogar zum Downloaden. Aber eigentlich habe ich die Spiele auch immer gerne physisch da, muss ich gestehen. Und ansonsten bin ich mir noch unsicher, was ich auch überhaupt für ein Dings machen soll. Für einen Contentplan, nenne ich es jetzt mal. Also ich habe wirklich gar keine Idee. Ich weiß auch nicht, was ich in der Woche nach, also wenn am Freitag Scarlet und Violet rauskommen, was ich in der Woche danach auf YouTube machen soll. Momentan überlege ich, ob ich da einfach kein Video rausbringe, weil wofür? Das wird eher nur negativen Impact haben als irgendeinen positiven vermutlich. Deshalb, da habe ich noch keine Angst. So im Stream habe ich kein Problem. Ich weiß, ich werde einen Stream machen, wo wir mit den Durchspielteams campen. Wir können Shiny hunten. Gerade mit den anderen zusammen können wir da recht viel machen.
Mal gucken, was man mit den Raids und so machen kann. Also da habe ich jetzt nicht ganz so viel Angst vor, im Stream nicht zu finden, aber YouTube-technisch keine Ahnung. Hab tatsächlich seit Gen 1 dieses Game in physischer Version, daher ist es für mich klar, weil ich, ja, das ist halt auch mein Problem. Ich habe auch eigentlich alles physisch hier. Mein Problem ist nur, wenn ich bestelle, kommt es potenziell zu selten. Zu selten, zu spät. Wenn ich es so kaufe, nenne ich es jetzt mal, muss ich nur mal extra wohin fahren dafür, um es mir zu holen. Da habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf. Und zu Competitive haben wir halt eh noch gar nichts gesehen. Also das mit dem Ei, was random in dem Dings auftauchen kann. Ich hoffe, man kann ganz normal weiterhin züchten, weil ansonsten wird es ganz belastend. Eine Woche lang Scarlet und Violet. Also das ist wirklich, also ab Montag, ich werde wahrscheinlich Freitag bis Sonntag brauchen, um das Spiel durchzuspielen. Und ab Montag werden wir dann wahrscheinlich in der ganzen Woche jeden Tag, weil in der Woche ist meine Freundin auch, glaube ich, nicht da. Wobei, nee, ich glaube, sie ist. Nevermind, ich kann gar nicht die Woche alles streamen. Mir fällt gerade auf, ich bin ab Freitag weg, weil meine Ungarn-Oma hat Geburtstag. Also nicht an dem Freitag, wo es rauskommt. Ich kann bis Montag bis Donnerstag streamen. Mystowend, das gibt mir minus 4 Special Attack. Oh nein. Also ja. Ich hasse diesen Chibi-Look. Ja, ich finde ihn in Ordnung. Dual Stream mit deiner Oma. Weiß jetzt nicht, ob das es ist. Am Magiemantel ist eine Prior-Attacke. Ich wollte gerade sagen, wie zum Teufel ist Knuddorf schneller als ich. Aber ja. Dementsprechend bin ich dann Samstag auch nicht da und Sonntag auch nicht da. Boah, das ist so scheiße. Hätte die nicht eine Woche später feiern können? Oder die Spiele eine Woche früher rauskommen? Die Paideia-Form von Felino finde ich auch sehr nice. Ich bin gespannt, wie Dings aussieht, wie die Entwicklung aussieht, weil Giftboden, ich weiß gar nicht, hatten wir das Typing schon mal? Ist ansonsten auch ein sehr interesting Typing, muss ich sagen. Ich finde ein recht solides Typing. Ich meine, Gift besiegt die Pflanzen-Pokémon. Wasser ist halt ein bisschen. Ah ja, Nidoqueen und Nidoking, stimmt, nevermind. Ja, und die sind ja auch echt gute Mons. Also wenn der halt, also ich weiß natürlich nicht, wenn der wieder arschlangsam wird, dann ist der wahrscheinlich so, weiß ich nicht. Ich meine, defensiv ist das Typing nicht kacke. Gerade wenn der einen Recovery-Move wie Genesung kriegen kann. Deshalb wäre ein potenzieller Kandidat fürs Team. Mein Problem ist momentan, ich liebe Fuecoco. Ich werde auch definitiv mit Fuecoco starten. Aber mein großes Problem an der ganzen Sache ist, ich liebe auch dieses lila Klingenviech. Andererseits muss ich auch sagen, dass, glaube ich, jeder dieses lila Klingenviech liebt und es jeder benutzen will. Und dann habe ich immer das Problem, dass ich es extra deshalb nicht benutzen will. Ich glaube, am Ende des Tages wird Fuecoco einfach bei mir reinkommen. Ich liebe das kleine Ding. Ich glaube, die Endentwicklung wird sehr nice. Ich weiß auch schon das Typing von der Endentwicklung. Damit werde ich leben müssen. Ne, sage ich mal so. Und dann kriegen wir das hin. Bei King und Queen ist halt der extrem große Move, was die so extrem gut machen. Ja, aber ich meine, Morlott lernt tendenziell auch recht viel. Also, guck mal, du musst ja bedenken, der wird ja auch wahrscheinlich so ein bisschen Morlott-typisch. Also, er wird sicher auch Wasserattacken lernen können, sage ich. Das heißt, du hast schon mal Bodengift und Wasser, was ziemlich nice ist. Dann hat, glaube ich, Quagsire ja auch Eisattacken-Zugriff. Also, der kriegt schon. Der kriegt schon ein bisschen seinen Zugriff auf Moves. Und ansonsten, ja, ich habe noch immer Angst vor dem Gimmick. Also vor der Terrakristallisierung. Ich weiß immer noch nicht, wie die wird. Ich glaube immer noch, die ist bums stark. Es kann sein, dass sie nicht so stark ist am Ende, wie ich denke. Laubklinge, oh, das ist actually eine gute TM. Wow. Ich bin schockiert. Wenn die noch Satzenia lernen kann, dann Banger. Aber die kann leider nur Markbrand lernen. Dann deprimierend. Ja, und ansonsten müssen wir mal gucken. So, jetzt können wir die feurige Hütte dieses Mal machen. Wird stärker als Megas, schwächer als Dynamax, sage ich. Ja, also schwächer als Dynamax muss das Ding. Also ich bin ehrlich, wenn irgendwas Dynamax toppen kann, dann weiß ich auch nicht. Also Dynamax ist ja das Brutalste, was es gibt. Du verstärkst deine Attacken, du verdoppelst deine KP, du kannst sau viele Boosts und Effekte abstauben. Es kann eigentlich nichts Schlimmeres oder Stärkeres als Dynamax geben. Bin ich ganz ehrlich, es geht eigentlich nicht. Also von der Seite her schwierig.
Boah, ob man einen Item-Slot verbraucht, weiß ich noch nicht. Ob das Dings ist. Dein Typ wird halt überschrieben. Ja, aber das ist ja tendenziell eigentlich nicht mal. Also, du kannst ja die ganze Zeit quasi am Anfang damit spielen und dann änderst du erst den Typen. Er kann natürlich auch schlecht sein, aber im Normalfall wird es in den meisten Fällen eher was Positives sein. Und wird halt also kompetitiv so ein bisschen. So ein bisschen wildes Ding. Ich glaube, in Weideburg haben wir noch nichts gefangen, ne? Ich bin mir sehr sicher, dass wir das so beim letzten Mal ausgelassen hatten. Deshalb würde ich da auch gleich was fangen. Aber sowas hast du bei Mega Altario, Mega Gyarados und Co. ja auch eben. Deshalb ich sehe. Also, ich bin mir noch nicht sicher, ob es zwanghaft stärker als Mega-Entwicklung ist, weil es sehr schwierig zum Vergleichen ist, glaube ich, auch am Ende des Tages. Weil das doch sehr unterschiedliche Dinge sind. Ewiges Eis, na gut, weil bei dem einen wirst du deine Werte bei dem anderen und potenziell den Typen, bei dem anderen auf jeden Fall den Typen quasi. Es ist schwierig. Es ist schwierig. XO! Da hätten wir ja mal was Fliegendes, was nicht von Boden umgeschallert wird. Das wäre eine Überlegung. Der Damage im Trailer sah nicht broken aus, aber war halt nur Quarks. Ja, das ist halt die Sache. Und die waren auch, glaube ich, aber die waren auf einem ähnlichen Level. Und es war ja am Ende des Tages sozusagen auch nur eine Wasserdüse. Es war ja auch nur ein neutraler Move. Sag mal, wenn du was effektiv hittest, kippt es dann halt eigentlich immer um. Oh mein Gott, nevermind, wir nehmen doch kein Crobat. Wow. Warum muss der denn jetzt Schnarchnase haben? Oh, na gut. Dann wohl, dann benutzen wir den wohl doch nicht. Ist okay, Xpert, ist okay. Ich verstehe, wie du zu der Sache hier stehst. Aufbereitung, okay. Ich hätte dich gerne reingenommen, aber dann halt nicht. Da einfach nicht, wenn du keinen Bock hast. Ja, ansonsten überlege ich gerade, haben wir noch irgendwas Interessantes gesehen? Umgebung, wie gesagt, sah jetzt nicht so voll aus. Wir gucken mal, wie es am Ende des Tages wird. Also wird schon voller als die Naturzone, denke ich. Aber schauen wir einfach mal. Boah, der Pokédex hat mir nicht gefallen, bin ich ehrlich. Also wie die Monster angezeigt werden. Das sieht nicht nach. Was ist denn mit Xpert los? Warum schaut er denn so schräg nach oben? Auf jeden Fall, das hat mir gar nicht gefallen. Das sah nach sehr, sehr schlechten Sprites für Thumbnails aus. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, das sieht nicht gut für Thumbnails aus. Uiuiui. Das gefällt mir überhaupt nicht. Dementsprechend glaube ich, wird das auch nicht wirklich was da groß rauszuholen. Und ansonsten, was habe ich noch gesehen? Ich finde es aber actually ganz cool, dass man quasi Selfies macht und damit seine Trainerkarte und sowas ein bisschen quasi zeigen kann. Da bin ich ehrlich, das finde ich sehr cool. Ja, nee, Expert, dann einfach nee. Das finde ich actually sehr cool, weil da kann man so ein bisschen kreativ werden und so. Das finde ich ganz nett. Na, der Captain Kids da, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Da bin ich noch ein bisschen raus. Nee, nicht raus. Da bin ich noch drin. Aber ansonsten, ich überlege es. Find's cool, dass man genau, du kannst mit deinem Pokémon so ein bisschen interagieren. Kannst ja auch irgendwie einen Ball werfen, wo ich auch noch nicht genau weiß, wie ich mir das so auf Dauer konkret vorstellen kann. Das kann auch noch eine interessante Sache werden. Ja, und ansonsten war noch was dabei. Ich glaube, wir haben jetzt schon sehr, sehr stark den Trailer auseinandergenommen. Was gibt's noch? Haben wir noch irgendwas gesehen? Ich glaube, ansonsten fällt mir jetzt nichts mehr ein, was wir noch gesehen hätten. Naja, gut, und einige alte Pokémon wurden halt angekündigt. Ich bin ehrlich, ich gehe immer noch stark davon aus, dass allgemein halt einfach sehr, sehr viele Mons, die nicht in Schwert und Schild drin waren, zurückkommen. Natürlich Drachenstoß. Ja, die Items sind gerandomized, richtig. Dementsprechend, also wir haben ja, ich habe Hubbelhupf gesehen, der war, glaube ich, war ja in dem letzten Spiel nicht drin. Da dachte ich mir auch, hey, das ist, den haben wir lange nicht mehr gesehen, den Burschen.
Natürlich trifft er ihn auch nochmal. Warum sollte er ihn auch nicht nochmal hitten? Wäre auch langweilig, wenn nicht. Die 2 FPS-Windmühle. Ich glaube, auf die habe ich gar nicht so sehr geachtet, um ehrlich zu sein. Also bei der, die hätte ich jetzt gar nicht so sehr auf dem Schirm, muss ich ehrlich gestehen. Gab's noch was? Gab sicher noch was, was mir gerade nicht einfällt, aber... Ja. Ich bin gespannt allgemein, wie flüssig das Game wird, was unser neuer Baum sein wird. Gibt's bestimmt wieder. Aka irgendwas, was nicht so geil dann am Ende des Tages aussieht und wo Leute sich aufgeilen und sagen, wie scheiße sieht denn das aus? Anscheinend kann man beobachten, wie Pokémon sich in freier Natur verhalten, wie bei Snap. Das finde ich, ja, wenn das wirklich geht und man da auch irgendwie, man kann ja auch quasi ein Selfie, quasi, also so wie ich das verstehe, kannst du jederzeit ein Selfie sozusagen machen. Wenn das quasi ähnlich wie ein Snap sozusagen ist, dass du da ein Bild machen kannst, da mit dem Monster zusammen. Das sah nämlich mit dem Pachirisu-Bild so aus und finde ich das auch sehr nice. Boah, und ansonsten. Ja, und ansonsten bin ich einfach gespannt auf Competitive. Wir haben ja logischerweise, also ich wüsste auch nicht, warum man das im Trailer, also ich geier ja immer drauf, das zu sehen, aber ich wüsste auch nicht, warum man das im Trailer zeigen sollte, um ehrlich zu sein. Was der Battle Timer ist und wie der Battle Background aussieht, ob man den verändern kann und so. Deshalb ja. Aber es ist schon bekannt, dass eine Entwicklungsreihe nicht im Game sein wird, die das letzte Mal in Usum aufgetaucht ist. Also seit 5 Jahren nicht mehr in irgendeinem Game vorkam. Echt welche? Von welchem weiß man denn schon? Also es kommen auf jeden Fall einige Pappenheimer zurück, das weiß ich. Ich meine, wir haben ja schon Zaplarang und Co. gesehen. Donphan hat man, glaube ich, auch gesehen. Den habe ich Bock. Ich weiß, ich mag Donphan irgendwie. In letzter Zeit weiß man über Leaks. Ah, okay. Ja, aber also ich kenne ja auch, die meisten Leaks sind durchaus... Da weiß ich gut Bescheid, sage ich mal so, aber ich habe, also auswendig weiß ich ja gar nichts. Ich habe das Gefühl, dass Legends und Gen 9 so schlecht sind, weil man sich auf Gen 9... Das Gefühl habe ich aber auch wirklich, muss ich sagen. Man hat quasi wirklich die Zwischensteps genommen von der Produktion von Gen 9 und die quasi als Spiel verkauft. Und das fertige Ding ist jetzt Gen 9. Und da habe ich mich heute auch schon gefragt, ist Gen 9 nur ein Zwischenstep für Gen 10? Sind das nur noch so Zwischensteps sozusagen? Dass man sagt, okay, ich weiß schon, was ich im nächsten Spiel machen will, aber wir haben quasi zu wenig Zeit, weil wir wollen ja jedes Jahr was raushauen. Dementsprechend hauen wir einfach die Zwischensteps raus. So, da habe ich momentan ein bisschen das Gefühl, dass wir uns in diese Richtung entwickeln. Und quasi Game Freak plant schon Generation 15, weiß schon, was da drin vorkommen soll. Und jetzt so alles, wo man so sagt, zwischen Step, ja doch, das könnte man verkaufen. Da haben wir auch gerade so die Zeit für, dann hauen sie das raus und dann sind sie zufrieden. Zumindest fühlt es sich so an, ein bisschen. Ne, muss natürlich nicht so sein, Kara sein. 2023 DLC zu Gen 9, 2024, was dann? Gute Frage. Gute Frage. Aber ja, wir hoffen einfach mal, dass es nicht so ist. Und hoffen wir einfach mal, dass es doch überzeugen kann. Die Grafik ist halt bisher... Ich meine, wenn sogar Timo hat ja heute getwittert, dass... oh, das ist eine neue Route, dürfen wir es fangen. Ein Steirer, okay. Und hallo Hybrid, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag, hallo. Welchem Level ist denn der? 27, okay. Boah, wir sind schon sehr low. Ich glaube, ich zünde jetzt einmal hier kurz ein Highlight-Item. Nichts gegen ein Let's Go Johto zu überbrücken. Ja, wäre auch okay. Wobei, ich muss sagen, jetzt nachdem ich auch Gen 6 und so... Danke, Violet, dass du dich in der Erde vergräbst. Ich muss sagen, also ich denke mir immer, Hard Gold ist ein gutes Spiel, ja. Aber die Johto-Region ist auch echt nicht so geil. Man merkt einfach, dass das Gen 2 ist. So, inzwischen lerne ich... Also ich lerne ja gerade durch... Es ist faszinierend, dass ich diese Aussage tätige. Aber durch... Haltet euch fest, durch Neo X lerne ich gerade Gen 6 ein bisschen lieben, muss ich sagen. Und auch die Region an und für sich. Und ich meine, Usum ist bei mir auch in letzter Zeit richtig hoch katapultiert worden. Schwert und Schild, als wir das als Randomizer gespielt haben, war immer noch so, ja, Schwert und Schild, nee. Also die bleiben immer noch unten, aber ich muss sagen, Gen 3 bis Gen 7 sind wirklich starke Gens, muss ich sagen. Also... Macht wirklich Spaß. Y sind aber schöne, wenn auch leichte Games. Ja, mein Gott. Also ich bin ehrlich, ich...
Also für, in meiner Welt ist kein Pokémon-Spiel schwierig. Also ohne mir irgendwelche extra Regeln oder so zu geben, selbst wenn ich keine Heil-Items benutze, ist bis zu diesem Punkt für mich kein Pokémon-Spiel schwierig. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo es schwierige Kämpfe gibt. Wenn du auch... Also das Ding ist, also inzwischen bin ich an dem Punkt, an dem ich ja nicht mal mehr zwanghaft brokene Teams mir quasi ranhole. Sondern auch einfach nur noch Monster habe, die einfach nicht so stark sind, aber... Ja, das ist halt so, ja. Aber ja, ja. Auf jeden Fall, die habe ich wieder jetzt ein bisschen mehr lieben gelernt. Und Johto dafür, ich weiß nicht warum, aber Johto in meinem Kopf irgendwie so... So irrelevant langweilig geworden, wenn ich drüber nachdenke. Ja, Legends Arceus. Aber, also mein Problem ist, Legends Arceus ist schwierig in der Form, dass das Spiel halt vom Konzept her doch etwas anders ist. Und ich weiß nicht, inwiefern... Also jetzt, wenn ich mir so vorstelle, wenn das ein normales Game wäre... Also ich finde, man kann das schwierig vergleichen. Aber ich sehe, was du meinst. Legends of Arceus sehe ich es schwierig. Also gerade, ja, der letzte Cynthia-Fight ist sehr schwierig. Ist eins der schwierigsten Kämpfe im Game. Und auch BDSP Top 4, sage ich, ist nicht zwanghaft mega schwierig, aber wirklich knackig. Also, es kommt zumindest eine Tendenz, dass Game Freak doch sehr, ach ja, das wäre eine Fee, sehr anspruchsvolle Sachen da reinzimmern. Ich merke gerade, kann es sein, dass Zazenia gegen Wasserfee verliert? Obwohl es ein Pflanzegift-Pokémon ist. Mein Pflanzegift-Pokémon, glaube ich, verliert auf... Naja, nee, wir haben Pferdestecker, okay. Alter, Zazenia, können Sie das jetzt... Sind Sie fertig? Kannst du es lassen? Das wäre ganz nett. Ja, toll, Merre setzt dafür Pferdestecker, nett. Das sehe ich, dass Gen 7 schlechtes weiß zu viel Text hat. Ich glaube auch, was ich allgemein sagen muss... Vielleicht würde ich auch Schwert und Schild lieber mögen, wenn ich darin speeden könnte. Weil ich sag, die ganzen nervigen Textpassagen in Usum einfach mit einem Tastenklick wegspeeden ist so geil. Und dann macht das Spiel so viel Spaß, dann hat das Spiel einen Wiederspielwert. Es ist der Wahnsinn, Freunde. Es ist der Wahnsinn. Aber ich sehe auf jeden Fall den Kritikpunkt. Den sieht man auf jeden Fall. Noch mein Nahkampf, na gut, wenn du das tun möchtest. Wenn sie dies tun möchten, Meryl. Aber am Ende des Tages ist das natürlich auch Geschmackssache, ne? Da brauchen wir, denke ich, nicht drüber reden. Geht Speed mit Yuzu immer noch nicht? Ich glaube, es geht, aber das Problem ist, du musst, wenn du den Speed wieder abändern willst, immer das Spiel neu starten anscheinend. Zumindest hat Flobert das gemeint und ich habe das auch so beim Testen herausgefunden, dass anscheinend man irgendwie das Spiel immer neu starten muss dafür. Und das ist natürlich dann ein bisschen nervig, ein Pödipö nervig. Wären die Texte noch einigermaßen interessant, wäre das Spiel viel geiler. Ja, wobei selbst dann nicht. Ich bin ganz ehrlich, selbst dann nicht. Selbst dann wäre ich einfach raus. Vorahnung, oh nein. Wie die fast sieht, wie er jetzt von Voltackle umgerotzt wird, schade. Also es kann sein, dass es irgendwie in einem neueren Update inzwischen drin ist, aber oder mein Wissensstand einfach veraltet ist, aber ja. Wer zum Teufel ist Felori? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich weiß auch nicht, wer Qualf ist. Nur Felino kenne ich davon. Voltackle auf Lux 3 ist recht knackig, das ist korrekt. Also ich glaube, also für meinen Endsquad, wie gesagt, ich werde, denke ich, doch bei meinem ersten Ding bleiben und einfach bei Fuecoco mein Bro bleiben. Und auch ganz normal die Endentwicklung reinnehmen. Alles andere, keine Ahnung. Das Ferkel, ist Felori das Ferkel? Felori hört sich so an wie der Hund eher. Felori ist der Pflanzenstarter gewesen, okay. Ah, und Qualf ist der, weil ich habe den Wal schon wieder vergessen. Als ich gesehen habe, dass der Wal Mono Eis war, wusste ich, tschüss Wal, ich consider dich nicht mal. Ich verstehe nicht, warum, das ist ein Wal. Warum ist das, wenn man dem wenigstens, gib ihm doch Eiswasser. Dann wäre der wahrscheinlich sogar einigermaßen gut. Imaginiere, der wäre Wassereis
Und du hättest so zwei Fähigkeiten. Du hättest. Also der ist halt für mich Sibirio 2.0 mehr oder minder. Ich glaube, der wird richtig viele Tag haben. Der wird auch wahrscheinlich Wasser-Coverage mit Aqua-Durchstoß und so haben, weil ich glaube, Aqua-Durchstoß haben wir sogar schon gesehen. Wird aber wahrscheinlich so um die 50 Speed haben. Und wenn der ein Wasser-Pokémon wäre mit Wassertempo oder auch Slush Rush, wäre der mega cool. Aber hat er halt einfach nicht. Qualf ist. Ah ja, stimmt. Qualf ist der Krebs. Never mind. Wassereis mit Speckschicht. Ein Yugong also. Aber ja, Speckschicht sehe ich auch so als Hidden Ability oder so. Ja, ich weiß nicht. Also, ich bin ehrlich, ich bin kein großer Fan von der Pflanzenkatze. Ich glaube, es liegt. Da ist mein Problem, glaube ich, einfach, ich bin kein Fan von Katzen-Pokémon im Allgemeinen. Ich überlege gerade, was gibt es für Katzen? Und da fällt mir direkt Mauzi ein. Ich hasse Mauzi wie Sau. Ich glaube, Ineko zählt nämlich auch als Katze. Ich hasse Ineko wie Sau. Dann Cleopatra auch potthässlich. Fililu auch. Fililu ist nur witzig wegen Perloin. Fuego finde ich auch nicht so geil. Also ich mag Torracat sehr gerne, muss ich sagen. Den finde ich actually sehr cool. Aber ansonsten, oh mein Gott. Ah, wir haben 13 Mal normale Schützen einmal hin. Flammiau bin ich auch kein Fan. Nee, Psiaugon und Psiau finde ich auch. Also Psiaugon geht noch vom Design, aber Psiau ist ja auch eine Katze, finde ich auch potthässlich. Also Katzen sind, glaube ich, auch einfach. Ich bin halt auch einfach kein Katzenmensch. Ich bin da so weit entfernt. Also ich glaube, ich wurde in meiner Jugend, und mit meiner Jugend meine ich, als ich 5 oder 6 war, sehr geprägt. Wir hatten ein Haus. Und hatten halt eine Terrasse und alles drum und dran. Und als wir die mal offen hatten, ist einmal eine Katze reingekommen, hat mies, also da war verbunden mit dem Wohnzimmer, hat mies auf den Teppichen einen Schiss dagelassen und ist dann einfach wieder abgehauen. Meine Mom hat so geschrien, wie ich sie noch nie schreien habe hören, weil die hasst auch Katzen. Und ich glaube, seitdem dachte ich mir, boah, Katzen sind echt absolute Arschlochviecher. Ich glaube, das ist so das Ding, was passiert ist. Ja, Sengo ist okay. Gegen Sengo habe ich nichts. Der ist fein. Damit kann man leben. Stimmt, Zeraora ist eine Katze. Das ist eine coole Katze. Aber ich unterscheide, also Zeraora geht mehr für mich, also geht mehr halt in Richtung Leopard oder sowas. Oder Tiger, wie ich das nennen soll. Das sind ja im Endeffekt auch Katzen, aber ich meine jetzt wirklich so in die Richtung Hauskatzen. Weil so ein Tiger finde ich zum Beispiel auch cool. Ein Tiger ist ja auch, Raubkatzen finde ich wieder cool. Ich meine, ich mag ja auch, ich weiß, Raikou und so Zeug wird immer diskutiert, ob es Hund oder Katze ist. Aber wenn das jetzt zum Beispiel als Katze durchgehen würde, und ich bin ehrlich, der geht auch als Katze durch, weil es ja ein Säbelzahntiger im Endeffekt und ist ja eigentlich auch eine Katze somit. Aber ja, also Pyroleo auch nicht zulässig. Nö, Pyroleo finde ich auch ganz okay. Also finde ich okay. Ist jetzt nicht unbedingt so mein Favorit. Aber ich finde es cool, wie die getrennt sind. Also das Männliche und das Weibliche. Das finde ich, glaube ich, sehr cool an dem. Naja, wir hatten ja kein Boden-Pokémon, da war was. Schade. Ich halte hier einen Pyroleo zu Hause, na gut. Wenn du deine Freundin eine Raubkatze nennen möchtest, dann mach das. Zeitenlärm von Magnezone. Ah ja. Ich wollte gerade. Ja, wobei, ich bin ehrlich. Aber der ist ja auch so viel niedriger gelevelt als wir. Warum? Also. Ich habe die doch um 20% erhöht. Wie krank underlevelt sind die hier? Schnurgast ist grässlich. Oh Gott, ja. Charmian finde ich auch richtig scheiße. Also von dem. Also deshalb Katzen-Pokémon geht weg. Schnurgast hätte ich nicht mal. Wäre ich nicht mal drauf gekommen, bin ich ehrlich. Dass der existiert. Warum sieht Zeitenlärm so gut aus? Weil bei ein paar Attacken dachten sie sich, da gebe ich mir Mühe. Ist Luxtra eine Katze? Das ist eine gute Frage. Ich glaube aber Luxtra. Das Ding ist, ich würde sagen, Shinux ist ein Hund. Aber Luxtra würde ich eher auch in die Sparte Katze stecken, weil der für mich so in die Richtung Tiger und so geht. Also würde ich jetzt einfach sagen. Luxtra ist ein Lux, genau. Und ich glaube, Lux gehört auch dazu. Ja, stimmt, das ergibt sehr viel Sinn. Das ergibt tatsächlich sehr viel Sinn, dass Luxtra auch ein Lux ist. Aber ich glaube auch, dass der. Damit gehören Lux. Gehören. Ah, Rayquaza. Gehören Luxe zur Kategorie Katze, ja, oder? Greifen wir jetzt mit unserem Draschel an, oder nicht?
Bin am Überlegen. Psycho-Erzeuger Rayquaza. Na gut, der bringt ihm recht wenig, um ehrlich zu sein. Boostet nicht seine eigenen Psycho-Attacken und er kann immer noch vom Prius gehittet werden. Hallo Eva, herzlich, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Ja, ist eine Raubkatze, deshalb ja, hätte man. Will jetzt einfach mal pauschal sagen, auch nicht zu Hause. Hm, der ist schneller, aber Gott sei Dank kann er nur Piekser. Ist aber Stab, ne? Von dem her, Obacht, Freunde, Obacht. Ja, das ist ein geiler Two-Shot. Einen nicen Sip sich gegönnt. Muss ja auch sein, Freunde, muss ja auch sein. Ich überlege auch schon die ganze Zeit, was man so vor. Also, BDSP wird ja jetzt. Ich vermute, im Oktober zu Ende gehen. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Time, die wir überbrücken müssen. In Sword and Shield quasi. Wie man aus Sword and Shield gut rausgehen kann, beziehungsweise was man im Stream und so noch machen kann. Momentan bin ich am. Also, ein Stream würde ich ganz gerne machen. Dann muss ich mal gucken, ob man das zusammenbekommt mit den anderen, wo man vielleicht irgendwie so eine Art Generation-Race macht. Wo man sagt, okay, wir spielen jede Gen als Randomizer oder sowas bis Orden 1. Und dann kommt das nächste Spiel und das nächste und das nächste. Und wer es als erstes schafft, gewinnt das. Das ist so eine Idee, die ich momentan habe, die ich ganz cool finde. Quasi vor. Kurz bevor man in den. In Dings übergeht. In die nächste Gen. Das ist so ein bisschen meine Überlegung. Aber ansonsten habe ich auch noch nicht so viele Ideen. Und wie gesagt, ich habe wirklich immer noch absolut keine Ahnung, was ich überhaupt für Content zu Scarlet und Violet machen soll. Weil ich werde ganz bestimmt keine so Tutorials und so machen. Ich weiß, die würden geklickt werden, wahrscheinlich wie Sau. Wenn man schnell genug ist. Aber ich habe auch gar keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen, um ehrlich zu sein. Dann Shiny Hunts funktionieren natürlich, aber du kannst noch nicht wirklich irgendwie Wi-Fi-Battles auch machen. Man könnte überlegen, ob man mit Scarlet und Violet einen Competitive-Kanal startet, bei dem dann Showdown-Video-Uploads kommen. Aber das Ding ist halt, wenn Competitive-Scheiße da drauf ist, dann werde ich da wahrscheinlich auch nicht groß weiter durchziehen. Und dann lade ich mir wieder viel zu viel auf und ich bin jetzt schon eher an dem Punkt, wo ich sage, huiuiui. Herr Downster, sie machen ein bisschen sehr viel Content, weil, also ich sag, ich bin ja momentan an dem Punkt, wo wir, es kommt ja daily ein Video und es kommt noch dazu 4 Streams in der Woche. Das bedeutet, meine Arbeitszeit unter der Woche geht immer Minimum bis 19 Uhr. Also ich komme von der Arbeit und arbeite ja hier quasi weiter, weil es ja auch Arbeit schneiden und alles drum und dran noch, ist noch nicht mal damit einkalkuliert. Es ist wirklich nur aufnehmen und streamen. Dann kommen am Wochenende jeweils noch 2x2 Stunden dazu. Und dann muss ich noch die ganze Scheiße schneiden. Ich muss die Streams hochladen. Also, bis gerade ganz schön am Hustlen. Ja, und das mache ich jetzt seit, ich glaube, lass mich nicht lügen, 5 Monaten circa, fast 6, also fast ein halbes Jahr ziehe ich das schon durch. Und ich merke, das ist ein bisschen much. Also es ist nicht so, als würde es keinen Spaß machen. Also wirklich, ich wünschte, also was mir am liebsten wäre, ich müsste nicht rendern und schneiden. Dann wäre alles gut. Weil nur das Aufnehmen, das kriegt man hin. Deshalb momentan bin ich in der Überlegung, irgendwie auf 6 Videos umzusteigen. Dass ich zumindest, also ich habe, huiuiui. Ich habe es momentan so, Montag und Freitag habe ich ja meistens die Streams. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag nehme ich meistens auf. Ich schaffe meistens von 17 bis 19 Uhr, nehme ich 2 Videos auf. Weil ich habe immer ungefähr eine Stunde Aufnahme für ein Video. Und dann ist das auch okay. Dann wäre man quasi mit der Woche durch und hätte am Wochenende nur noch die 2 Streams. Das wäre okay. Aber dann kommt das gottverdammte Schneiden halt dazu, ne? Und das ist halt echt das Problem. Das Schneiden frisst so viel Zeit, das ist der Wahnsinn. Hallo Perdi, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, sie hatten einen wunderschönen Tag. Also von dem her. Also ja, das ist halt, das ist so momentan ein bisschen schwierig.
Also ich weiß, wie meine Planung grob aussieht, wenn ich. Also ich weiß, wie meine Planung ohne Scarlet und Violet aussieht. Ich habe Projekte, die ich machen will und so. Also von dem her schneiden ist auch schwer. Ha, schneiden ist nicht unbedingt schwer. Schneiden ist unfassbar zeitaufwendig. Also das Ding ist, schneiden prinzipiell ist eigentlich für die Art von Videos, die ich mache, sehr einfach, weil ich keine krassen Effekte oder irgendwas drüber hau. Was bei mir zeitaufwendig ist, ist dieses, okay, du musst das wirklich auseinandernehmen, das Video. Das heißt, du musst gucken, okay, bis dahin habe ich geredet, dann, also es ist halt auch super simpel, weil wenn ich nicht rede, dann weiß ich automatisch, okay, das kann ich wegschneiden. Weil dann brauche ich ja nicht ins Video packen. Das ist halt der Vorteil an diesen geschnittenen Videos auch. Und macht es halt super simpel. Ich setze einmal immer einen Schnitt und sehe ja anhand der Tonspur, okay, wo ist ein Ausschlag, wo ist kein Ausschlag. Und kann daran halt quasi schon sagen, okay, da kommt der Schnitt, da kommt der Schnitt, wegixen. Und weiter geht's. Das Problem ist nur, das musst du halt 3 Millionen Mal, nenne ich es jetzt einfach mal, machen. Und das frisst halt einfach Unmengen Zeit, aber ist auch nicht komplex. Es erfordert keine Kreativität, es ist halt einfach nur stumpfes Abarbeiten im Endeffekt. So, ich sag, bei sowas wie einem Ligakampf musst du noch ein bisschen gucken, wo wann stirbt das Mon für die Grafik und so und fürs Layout und so. Das finde ich aber nicht mal schlimm, das finde ich sogar noch komplett okay, diese Grafiken zu machen. Aber das Schneiden dann ist so verfickt nervig. Es ist der Wahnsinn, wie mir das auf die Eier geht. Also dafür jemanden zu haben, wäre ein Träumchen. Im besten Fall müsste ich den nicht mal bezahlen. Das wäre noch ein größeres Träumchen. Hallo Toni. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Das ist halt das Problem am Schneiden. Das ist so grotesk nervig. Also ja. Und dann gibt es natürlich nochmal Ausnahmen wie diese Challenge-Videos und so. Die brauchen dann noch mehr Schnitte in den meisten Fällen als zum Beispiel. Also Neo X ist das Projekt, was am wenigsten Schneiderarbeit ist. Weil ich auch weiß, dass da, wenn ich wo rede und da ein längerer Balken ist, wo ich rede, ich im Normalfall da auch wirklich durchgehend rede und da keine kurze Pause ist, die weggeschnitten werden muss. Das ist das Problem an Rocket. Da sind ab und an kurze Pausen, wo ich mir den Dialog durchlese, verstehe, um was es geht und es dann wiedergeben muss. Ach, ich hätte das so gern, dass das irgendjemand abnimmt, ne? Das wäre ja so gut. Oh, schneiden, ja, oh, schneiden, sagt man da. Ne? Das ist halt das Nervige. Das muss ich leider auch wegen meiner Uni zu viel machen. Es ist so. Also, prinzipiell wäre das cool, glaube ich, wenn ich so in der Woche ein Video raushauen würde. Und dann dafür halt ein bisschen länger im Schnitt sitze. Das wäre okay. Aber nicht, wenn du 7 Videos raushauen musst, die aber gar nicht mal so komplex sind. Ich sag so, komplexere Dinge sind actually echt cool zum Schneiden. Zum Beispiel damals, Dick und Doof mit Maxi zusammen. War meistens 1 Stunde Aufnahme. Und du hast auch. Und sagen wir mal, hast 1,5 Stunden zum Schneiden gebraucht. Aber da hast du immer witzige Sachen eingefügt und so. Da hast du noch überlegt, was haust du dir noch mit rein und so. Das ist ganz witzig. Aber wirklich dieses stupide, simple Schneiden ist. Oh. Schneide einfach bald für dich. Kannst du gerne machen, Toni. Kriegst einen feuchten Händedruck von mir. Vielleicht, wenn du es noch richtig gut machst, sogar eine Umarmung. Und dann ist ja, das ist ja optimal. Kriegst du noch zu Weihnachten eine Grußkarte von mir? Und dann sind wir schon im Geschäft. Also von dem her, es geht ja mega easy. Also es ist ja wirklich, das Ding ist, es ist wirklich nicht komplex. Das könnte wahrscheinlich die meisten von euch könnten das recht easy machen. Das hast du in einer guten Stunde verstanden. Ich verstehe es nicht. Mehr brauche ich ja nicht. Ich liebe Gratisarbeiten. Wer liebt Gratisarbeiten nicht? Machen wir doch alle super gerne. Das ist doch der Spaß am Leben. Also wenn ich was nennen müsste, meine Leidenschaft im Leben ist es, für laut zu arbeiten, für nichts zu arbeiten. Das ist doch mega geil. Das ist auch immer das Schlimme, wenn ich mir so vorstelle, mein Problem ist, ich bin leider in der Richtung ein bisschen assi. Wenn ich was mache, will ich auch eigentlich in den meisten Fällen was dafür. Das heißt, müsste ich einem Freund helfen, irgendwas zu machen, sagen wir jetzt irgendwelche Möbel rumschleppen oder so zum Umzug, und würde dann nicht mal irgendwie eine Paulaner Spezie am Ende des Tages bekommen. Ich glaube, da würde mein Hals einfach explodieren vor Wut. Ich weiß zwar auch nicht genau, warum mein Hals, aber ja, ihr wisst was, na, ihr wisst, wie es gemeint ist. Aber das finde ich dann immer, ich weiß nicht, ich bin da immer so, ich weiß nicht, ich bin da immer in so einer Erwartungshaltung, bin ich ehrlich.
Wisst ihr, was aber nice ist? Jetzt, wo ich gerade darüber rede, ich bekomme was heute. Also ich vermute eher, dass ich es bezahlen werde. Aber es wird heute... Okay, kurzer Lag. Es wird heute dick Fondue essen gegangen, Frau. Ich habe so lange kein Fondue mehr gegessen. Das ist so geil. Meine einzige Angst oder das einzige, was mich am Fondue essen stört, tatsächlich, ist... Fondue ist sehr heiß und da steht so ein riesen Topf vor dir und ich habe ein bisschen Angst, dass wenn es warm in dem Gebäude, auch also oder allgemein im Restaurant warm ist, dass mir dann bums warm wird während dem Fondue essen und das ist ein bisschen unangenehm. Das ist ein bisschen unangenehm. Wieso an Flobert den Clip schicken? Hallo Spiel? Ich wollte gerade sagen, da kann gerade kein Disconnect passieren, Spiel. Was willst du von mir? Wieso sammelt jetzt Flobert Clips von Leuten oder was? Aber meine Grafiken sind jetzt soweit durch. Wir sind jetzt in der Form soweit durch, dass wir dann, wenn meine Pause wäre, da auch ich meine Clips quasi zeigen kann. Das finde ich sehr nice. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich liebe es gerade zu arbeiten. Darauf meine ich es bezogen. Ah, okay. Wieso, wer arbeitet gratis für Flobert? Arbeitet jemand gratis für Flobert? Wenn ja, warum kenne ich die Person nicht? Warum arbeitet die nicht auch gratis für mich? Oh, das ist sogar noch eine neue Route wild. Aber ich glaube, da gehen wir lieber ins Gras, als zu surfen. Bam, bam. Remaden. Der mit seinen kleinen Patschehändchen da vorne aber auch. Nee, ich habe von dem, ich verstehe, das nicht eingemacht. Ah, okay. Okay. Aber das Ding ist auch, boah, ich muss auch eigentlich irgendwann mich mit Flobert wegen so Sound-Commands und sowas eigentlich hinsetzen. Kann man eigentlich... Na, wobei, ich glaube, das wäre zu nervig. Ich habe gerade überlegt, ob man so kurze Clips eigentlich auch so manuell quasi mit Kanalpunkten im Stream abspielen lassen könnte, aber nee. Jeder Mod von Flobert arbeitet gratis für ihn. Ja, aber jetzt sind wir ehrlich. Also, Mod sein ist gerade so auf unseren Kanälen nicht wirklich Arbeit. In wirklich krasser Form. Also, wenn wir da jetzt einfach mal. Also, ich will jetzt sagen, dass meine Mods zumindest hier nicht wirklich krass arbeiten. Ich meine, es passiert ja kaum was. Ich sag, bei so größeren Streamern sehe ich es irgendwo, actually. Bin ich ehrlich. Weil da, glaube ich, musst du schon sehr viel weghauen und so. Das ist mega nervig. Aber ansonsten würde ich sagen, tendenziell ist das jetzt nicht so anstrengend. Oder muss man in den meisten Fällen auch sehr selten was machen. Momentan sind ja auch keine Mods aktiv. Das stimmt. Wobei Yukiko war davor. Da, maybe ist der so im Lurk. Aber ich meine, in den meisten Fällen brauchen wir auch hier keine Mods. Also Mods sind ja tendenziell hier vor allem... Falls jemand eine Frage hat, damit sie den passenden Command raushauen. Das kann aber jeder im Endeffekt von euch auch so machen. Und falls irgendein Bot reinkommt. Weirder Link posten. Dann muss der halt möglichst schnell weggemacht werden, bevor sich irgendein Dulli denkt. Oh, da ist ein Link bei Dani. Da muss ich jetzt draufklicken. Das ist bestimmt ein Giveaway. Auch wenn er das Ding nicht gepostet hat. 100% ein Giveaway. Muss ja so sein. Wie soll es denn auch anders sein? Wir sind ja alle brav. Eben. Also da mache ich mir... da mache ich mir jetzt nicht wirklich in irgendeiner Form Kopf. Bam, 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 bam. Gute Botsprache. Ich finde auch, ich habe das eigentlich sehr gut wiedergegeben. Gefällt mir. Gefällt mir. Was hat denn das Nidoqueen gerade eingesetzt? Ich habe wieder nicht aufgepasst. Hab kurz in Discord geguckt. Das war ein Crit davon, ne? Komm, noch einer? Ja, boah, es geht rasche. So möchte ich das sehen! Der ist doch das, was man sehen will. Ja, und ansonsten, ne, ich bin ja jetzt bis Sonntag nicht da. Sonntag werden wir. Also Sonntag, ich habe zwar aufgeschrieben, dass wir streamen, aber da bin ich mir immer noch nicht hundertprozentig sicher. Da habe ich ja Geburtstag. Ob ich einen Geburtstagsstream mache oder nicht, oder ob ich da einmal nur chille. Bin ich ansonsten bis Sonntag, Mittag, Nachmittag rum, bin ich in Salzburg.
Also in Österreich. Da habe ich schon Bock drauf. Bin sehr gespannt, wie Salzburg so ist. Haben uns da ein Hotel. Oder ich glaube, es ist ein Hotel gemietet. Und dann chillen wir da ein bisschen. Es ist mega geil, dass aus irgendwelchen Gründen eben, hieß es Bayern-Ticket? Ich glaube, also es gibt für 25 € kannst du dir so ein Bayern-Ticket kaufen und kannst du quasi überall in Bayern umherfahren ab 9 Uhr, glaube ich. Und das Bayern-Ticket geht, ich weiß nicht warum, aber es ist so, es geht bis nach Salzburg. Weiß ich nicht, ob Salzburg in Bayern liegt. Aber nehme ich. Damit habe ich dann auch offiziell Urlaub. Also meine Länder häufen sich jetzt. Ich war jetzt schon in London, aka England. Dann Ungarn natürlich. Danach offiziell gesehen auch mal wirklich Österreich mit einem etwas längeren Aufenthalt, nenne ich es jetzt mal. Ich werte das jetzt einfach mal rein. Portugal ist mit dabei. Ne, wir sind bei 4, glaube ich. Und ich will jetzt nicht Griechenland sagen, auch wenn Heraklion und so halt Griechenland in der Richtung ist. Aber ich würde es griechische Insel einfach mal nur nehmen. Das hätten wir dann auch. Also so ländertechnisch sind wir gut dabei, würde ich sagen. So, nein, wir wollen kein weiteres Schutz haben. Wir wollen jetzt noch ein Pokémon hier fangen. Metall, okay. Finde ich nice. Komm zu mir, bitte, wohne von Salzburg 2 Stunden entfernt. Warum sollte ich nochmal extra 2 Stunden fahren, wenn ich quasi zum Geburtstag von meiner Freundin Salzburg bekomme? Also Salzburg bekomme. Ja, meine Freundin hat Salzburg im Übrigen gekauft. Dementsprechend gehört mir Salzburg jetzt. Wir sind jetzt offiziell im Game of Thrones Zeitalter zurück, wo man sowas, der Ding, lol, wo man sowas einfach bekommt. Actually passt Xatu richtig gut rein. Rich Girl? Nee, eigentlich nicht wirklich. Also von Rich sind wir ganz, ganz weit weg. Also sehr, sehr weit weg. Weiter geht's fast gar nicht. Wir kratzen immer nur am nicht ins, oder ich kratze zumindest jeden Monat am nicht ins Minus gehen. Das ist so mein Kampf quasi momentan. Dass ich bloß nicht ins Minus falle. Das ist so mein Ziel. Ja, ein bisschen risky mit dem Crit, aber nimmt man trotzdem. Hibiskus erstmal auch keine allzu schlechte Coverage. Jetzt natürlich nicht die beste, aber auch nicht die schlechteste. War der 4 KP da zurückgewonnen. Halleluja. Ja, und ansonsten, da wird auch natürlich nice essen gegangen. Also die nächsten Tage wird saftig gefoodet auf jeden Fall. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, wow. Aber ich glaube, der kann das sogar gar nicht einsetzen, wenn er allein ist. Am Sonntag geht's in ein Wirtshaus. Da habe ich schon Bock, da werde ich mir, glaube ich, einen Zwiebelrostbraten gönnen. Habe ich so lange nicht mehr gegessen, muss ich sagen. Habe ich prinzipiell mega Bock, beziehungsweise allgemein müssen wir natürlich. Muss man nur mal angucken, was es da sonst noch so gibt. Ja, Apollo hat ein Level abgemacht, aber ich schmeiße Apollo jetzt wahrscheinlich raus. Weil ich glaube, Xatu ist mir lieber. Dösigkeit, okay. Minus Innet plus Bedarf ist okay. Elektro. Boah. Also Coverage ist jetzt zumindest noch nicht wirklich gut. Kann sich aber natürlich noch ändern, ne? Und damit hätten wir jetzt auch einmal meine Bodenimmunität, was ich eigentlich auch nicht schlecht finde, muss ich gestehen. Das heißt, das nehmen wir auf jeden Fall. Sodale. Dann wollen wir da weiterkämpfen. Ja, ansonsten, was geht bei euch so noch? Die Tage? Steht irgendwas am Wochenende Spannendes an, was ihr macht? Was ihr so vorhabt? Was ihr vielleicht heute Abend noch vorhabt? Was so morgen, übermorgen und so geht? Arbeiten. Hast du heute auch noch vor Arbeiten? Ih. Aber ich denke eher, dass es gerichtet auf morgen. Ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie, also dadurch, dass ich frei habe, denke ich auch immer gefühlt, die ganze Welt hat frei, aber das stimmt halt auch einfach nicht, ne? Das ist halt auch die Sache, das stimmt halt auch überhaupt nicht, dass in irgendeiner Form die ganze Welt frei hätte. Aber in meinem Kopf ist es irgendwie so, ja, also wenn ich frei habe, dann hat jeder. 2 Draft-Liga-Kämpfer am Wochenende und versuchen Overwatch 2. Ich habe immer noch nicht Overwatch 2 gespielt, ne? Das ist halt auch die Sache. Ich weiß aber auch nicht, wann ich dazu groß kommen soll. Also wirklich, also Moment, ich denke mal auch so, wann soll ich ein Overwatch 2 spielen? Heute wird das definitiv nix. Gestern wurde es nix. Vorgestern bin ich nicht reingekommen, wo ich machen wollte. Und Freitag, Samstag bin ich nicht da. Also frühestens am Sonntag, vielleicht. Und selbst da bin ich mir noch unsicher. Und dann, wenn erst in der Woche drauf. Aber das Ding ist, ich will auch eigentlich ein bisschen vorbereiten schon für die Zukunft vor Scarlet Violet.
dass da schon so ein bisschen was kommt, ein paar Challenge-Videos, dass ich da noch ein paar aufnehmen kann mit den anderen, dass wir da noch mal ein bisschen was mitnehmen. Weil das Ding ist, also Neo X haben wir jetzt, ich glaube, 6 Orden. Wir stehen, glaube ich, gerade vor dem 7. Orden, wenn ich mich recht entsinne, oder? Ich glaube, ja. Das heißt, ewig lange, nenne ich es jetzt mal, wird das auch nicht gehen. Das wird wahrscheinlich im Oktober enden. Wenn alles gut geht, kann natürlich noch früher zu Ende gehen, aber ich sage jetzt mal, wenn ich das schaffe, dann wird es, denke ich, noch im Oktober enden. Und da ist halt dann das Problem, ich weiß nicht, was ich in der Zeit rausbringen soll, bis Scarlet Violet rauskommt. Ich hoffe, ich kriege die anderen mal dazu, dass wir mal wirklich einen freaking FFA-Termin wieder machen. Weil das ist wirklich, das ist, also ich würde gerne 2 FFA-Termine eigentlich noch hinbekommen. Ich habe mich mit Barry ein bisschen drüber unterhalten. Über Neo X oder über was? Also ich weiß, dass Barry das auch mal versucht hat und ich glaube, Barry hat sehr, sehr viel auf die Fresse bekommen damals. Deshalb war ich auch sehr verwundert, weil ich weiß noch, der hat ein paar Streams da gemacht. Und er hat, glaube ich, immer aufs Fressbrett bekommen. Immer, ui. Hui. Aber ich meine, solange wir auch noch unsere Fähigkeit haben, ist mir das, glaube ich, zumindest egal. Gehen auf Siedewasser, I guess. Und wir sind eh schneller. Ja gut, dann nevermind. Ja, und ansonsten, ich überlege gerade, ob sonst noch irgendwas wäre, was so momentan in meinem Köpfchen umhergeht. So, ich hau jetzt erstmal die Attacken weg, mit denen sich Xado selber tötet. Das ist, denke ich, eine ganz gute Idee. Oh, Giftspitzen auch noch hinterher. Ja, nice. Weg mit Finale. Wie gesagt, alles, was ihn selbst tötet, weg damit. Bloß weg damit. Das brauche ich hier nicht. Sonst überlege ich gerade, habe ich sonst noch irgendwas in Planung, in Überlegung. Ich habe tatsächlich schon ein Stream-Projekt, wurde mir von jemandem ein Hack zugeschickt von Oras. Da werden wir reingehen noch, aber ich weiß noch nicht wann. Das kommt darauf an, wie schnell BDSP rum ist. Ob wir das noch zwischen Scarlet und Violet dazwischen quetschen können. Wenn nicht, müssen wir da, wie gesagt, auch gucken, was wir im Stream so treiben. Ich muss jetzt auch mal Drasche von der vordersten Front wegtun, weil der hat halt nix. Der hat zu wenig KP. Nicht, der hat nix. Hallo. Ich möchte bitte mein Pokémon ändern. Zack. Hat man da oben eine TM bekommen? Ich weiß es gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ja, ansonsten überlege ich gerade, hatte ich noch irgendwas? Ich glaube, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Nee, ich glaube, ich bin jetzt thematechnisch so ziemlich am Ende. Ich bin aber gleichzeitig auch immer noch am Überlegen, was ich mit Scarlet Violet mache, ob ich dann an dem Tag halt versuche, einfach das Spiel möglichst schnell irgendwo zu kaufen, als ob das nicht reicht. Oder was da mein Plan ist, oder ob ich es doch downloade. Weil ich weiß nicht, ich habe Angst, dass wenn ich es bestelle, es zu spät kommt, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Weil ich sage, die Zusteller bisher sind jetzt auch nicht die verlässlichsten hier. Also es hat so oft jemand reingeschissen oder es einfach abgelegt, ohne Bescheid zu geben in irgendeiner Form. Geklingelt wird hier gefühlt eh nicht. Zumindest von den Paketboten, die uns die Pakete bringen sollten. Also das ist wirklich eine Katastrophe hier. Also die klingeln gefühlt alle nicht. Und ich denke mir so, was soll denn die Kacke? Klingel doch. Warum klingeln sie nicht? So, tschüss von Nera. Vielleicht gehen wir in den Stream auch mal in Overwatch 2 rein. Muss ich mal gucken. Lass mich von Flo tragen. Weil ich selber werde da gar nichts reißen. Da bin ich mir sicher, dass ich da nicht groß was reißen werde. Trugträne. Ja, ich glaube, jetzt könnte sogar selbst mit unserer Fähigkeit Multischuppe was ausreichen von dem, wenn der angreift. Oh Gott, hat das wenig gemacht. Krieg noch keinen Burn. Ich hoffe jetzt einfach, er greift an. Greif mal an, bitte. Danke. Damit sollte der Depp sein. Wunderbar. Wunderbar. Sieh schon, Chat, heute ist Chat nicht so aktiv, muss ich gestehen. Muss man jetzt einfach mal auch ansprechen. Heute haben also davor war noch richtig am Start. Aber heute alle am Lurken. Ich kann es leider auch nicht verurteilen. Ich bin auch so ein ekelhafter Lurker. Wobei, ich überlege gerade, was war der letzte Stream, den ich gesehen habe? Ja, doch, der Flowbelt-Stream am
Dienstag. Den habe ich nebenbei reingeguckt. Bei den PML-Matches. Da bin ich schon, da freue ich mich auf nächsten Dienstag, dass da wieder PML-Matches kommen. Habe ich Bock, mir die anzugucken. Da bin ich schon heiß. Chat macht echt einen absolut ruhigen. Da bin ich eh gespannt, wer das Ding gewinnt. Und da bin ich auch wirklich, wirklich, wirklich heiß drauf. Aber ich muss auch sagen, allgemein, also an der PBA, PBA ist ja die Gen 7 Liga, die ich momentan spiele. Ich merke einfach, wie das so viel mehr Spaß macht. Aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht warum. Ich kann nicht mal genau erklären, an was es genau liegt. Weil so vom Spielstil her spiele ich genau das, was ich inzwischen halt in Gen 8 spiele. Weil man sich an das Gen 8 Meta anpassen musste oder Draft Meta, was sehr offensiv geworden ist. Oder wo ich mir diesen Stil so ein bisschen angedingst habe. Weil früher mein Spielstil war ungefähr eher volle Kanne Balance eigentlich. Ich glaube, wenn man sich meine früheren Kader anguckt, war das schon alles sehr, sehr Balance. Ich meine, klar habe ich auch so ein bisschen meine Offensive, alles drum und dran, dies, das. Und hallo Xieberger, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag, hello. Aber das war auf jeden Fall lol. Der hat einfach Mega Kangamas Fähigkeit. Der hat mich zweimal gehauen. Der Arsch. Deshalb, aber irgendwie Gen 7 macht so viel Bock, diese Liga zu spielen. Ich bin wirklich fast traurig, dass die nur 7 Spieltage geht, aber die hat halt leider zu einem echt beschissenen Zeitpunkt gestartet, weil das Ding ist, also zu Gen, also das brauchst du ja nicht, also die Liga brauchst du nicht weitermachen, während Gen 9 läuft. Also, das kannst du vergessen. Aber anfangs war bei der Liga, glaube ich, auch irgendwie 10 Spieltage geplant, beziehungsweise Rückrunde, beziehungsweise Playoffs oder was auch immer es alles war. Ich glaube, da waren mehrere Stadien der Überlegung, was man. Silberblick, wow. Die man machen kann. Und ja, weil ich war dann auch einer derjenigen, der gesagt hat, ey, es tut mir leid, ich habe das gar nicht bedacht. Aber ich sage ehrlich, ich sehe überhaupt nicht, in keiner Dimension, dass ich diese Liga weiterhin spielen werde. Pock spielt extrem gut in der PBA. Das Ding ist, ich glaube, also Pock spielt natürlich ganz gut. Ich glaube aber, der hat dasselbe Syndrom wie ich in der GPL-Hinrunde. Der hat einfach einen defensiven Kader. Und er kann natürlich damit umgehen. War bei mir genauso. Aber er muss halt auch nicht so krass viele Plays und sowas mit dem Kader machen. Also ich glaube, das ist wirklich so ziemlich 1:1 das, was ich mit meinem auch hatte. Oder Kusha und ich hatten. Der ist sich nämlich wirklich, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. So, du hast ein paar offensivere Mons mit Zeraora, Lando, Ai und Co. Allgemein so Zeraora ist so ein bisschen das Mon, was halt quasi schnell ist und sich die Kills abstauben will. So ein bisschen ähnlich wie Libero. Dann hast du dein defensives Grundgerüst um die ganzen Mons und alles. Dann hast du halt noch ein bisschen was Offensives hier und da mit Lando E. Das war bei uns, ich glaube, haben wir Lando T gehabt, also dementsprechend. Und hallo Arian und ich wünsche viel Erfolg. Also erstmal hallo Arian, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Und ich wünsche viel Erfolg beim Kochen, Kevin. Ich hoffe, es gibt was Neues zum Food. Deshalb, er spielt natürlich gut, ja. Aber ich glaube, selbst wenn er, das war ja das, was auch bei unserem Kader immer gesagt wurde, man kann sich mit dem Kader recht viele Fehler erlauben. Du darfst dir aber tendenziell sehr wenig Fehler nur gegen den Kader erlauben. Und das war ja bei mir dann immer genauso. Sobald mein Gegner einen Fehler im Endeffekt gemacht hat, hat ihn das ganze Match gekostet. Hätte er nicht gemacht, hätte er tendenziell sogar gewonnen. Und ich glaube, ich bin ehrlich, ich habe die meisten Kämpfe nicht so sehr verfolgt. Das ist ähnlich jetzt bei Pock. Weil ich glaube, hätte ich auch stellenweise ein bisschen anders gespielt, hätten wir wirklich gute Karten gehabt, das Ding zu gewinnen. Zumal ich ja einen sehr offensiven Kader habe, der durchaus eigentlich, da hätte er echt gut durchbrechen können, / müssen. Deshalb, also die Niederlage wurmt mich wirklich absolut extrem. Ich muss sagen, in der Mitte von dem Match dachte ich mir schon, dass ich verlieren werde, weil ich wusste, ich habe nicht gesehen, wie ich das wiederhole. Und dann auf einmal kam Heatran und dachte sich, Bro, Magma Storm, wir beide, also von dem her, das war wild. Und dann bin ich doch irgendwie back gekommen, aber hab's dann trotzdem irgendwie nicht durchgeschafft. Piadina sagt mir gar nichts, bin ich ehrlich, noch nie gehört. Was darf ich mir da grob drunter vorstellen? Aber ich gönn's auf jeden Fall Pock, dass er, also
Ich bin ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet. Bin ich auch wirklich ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, dass Pock und Vince da oben stehen. Bin ich ehrlich zu euch. Bei dem Teilnehmerfeld hätte ich andere Leute oben gesehen. Also wirklich, auch gerade bei Vince mit dem Kader, ich finde den Kader nämlich nicht so strong, hätte ich das echt nicht gesehen, dass der da oben ist. Ich gucke mir jetzt mal kurz den Kader an. Oder die Kader an. Wobei ich glaube, am Ende des Tages werde ich meinen eigenen am besten finden. Ich dachte, Barry schneidet besser mit seinem Kader bisher ab, bin ich ehrlich. Weil der recht viel hat, was richtig dick böllern kann. Also da steht halt Exca, Mega Medicham, Sylveon. Also Sylveon offensiv auch brutal ist gefährlich. Bei manchen weiß ich nicht. Also die einzelnen Mons sind alle cool. Irgendwo synergieren das meiste auch irgendwo. Aber dem habe ich das. Also Momentum fehlt dem ja sowieso. Das ist ihm ja auch durchaus bewusst. Ich weiß nicht, was bei dem bisher das Problem war. Ich muss dazu sagen, ich kenne sau wenig Kämpfe. Sau wenig. Deshalb kann ich eigentlich auch nicht so viel dazu sagen. Ich kann nur so ein bisschen über die Teams reden und wie ich die finde. Gegen Kentakio habe ich gespielt und als ich Kentakios Team gesehen habe, dachte ich mir, das ist etwas, das hätte der frühere Downy gedraftet. Also wirklich 1:1 würde ich diesen Kader, hätte ich den früher übernommen. So Terrakion, Megalatios, zwei schnelle Mons, physisch und speziell die Böllern. Die IPL wahrscheinlich. Was für IPL? Was ist denn die IPL? Die PBA, Pokémon Battle Association, reden wir. Dann hast du da deinen defensiven Komm mit Florges, Snorlax, Skarmory, Krokodile für ein weiteres Rockmon, Landturn noch, ein bisschen Momentum auch noch hier rein. Ich glaube, ich hätte noch einen Pivotmon mehr, das so ein bisschen defensiv ist, gebraucht und dann wäre das schon ein Träumchen gewesen. Und dann hat er noch diese Sonnensynergie da drin, also Wahnsinn. Also ich bin ehrlich, ich dachte, Pox Team kriegt richtig aufs Maul. Weil wir halt sehr, sehr starke Z-Move-Regelungen haben, wodurch Offensive richtig böllern kann. Aber bisher schlägt sich der Junge sehr gut. Also ich weiß nicht, ob die Gegner sich irgendwie nicht ganz optimal vorbereitet haben. Also ich glaube nämlich im Kampf gegen Pock, ich glaube meine Vorbereitung war gut. Das Ding ist, bei mir ist tendenziell so, ich habe das Gefühl, ich baue sehr, sehr gut. Und das meiste hole ich eben Teambuilding raus. Und dann spiele ich, sagen wir, ich habe eigentlich eine sehr gute Ein-Drittel-Verteilung, meine ich. Ich spiele in den meisten Fällen ein Drittel solide in einem Kampf, ein Drittel absoluten Nonsens-Bullshit, wo ich mir auch denke, worüber, was machst du da gerade? Und ein Drittel mega geil. Das ist ganz schwierig. Dann sag mal Meinung zu Frischkäse-Brezel mit Schnittlauch. Hatte gerade eine mit veganem Frischkäse und muss sagen, ich bin verliebt. Also, verstehen wir unter Frischkäse-Brezel einfach nur eine Brezel, bei der Frischkäse drauf ist? Wenn wir das darunter verstehen, ja, dann sage ich sowieso mega geil, weil ich sage Frischkäse Größe Butter. Ansonsten habe ich keine Ahnung, was gemeint ist. Ja, dann natürlich mega geil. Ich sage, wie es ist, Frischkäse ist allgemein so derbe geil. Ich liebe Frischkäse. Also wirklich Scheiß auf Butter. Wenn Frischkäse da ist, und dadurch, dass ich jetzt selber einkaufe, ist in den meisten Fällen Frischkäse da. Ich benutze keine Butter zum Schmieren im Endeffekt. Da kommt immer Frischkäse drunter. Es ist scheißegal, was gegessen wird. Es kommt nach Möglichkeit Frischkäse drunter. Also ist ja so viel geiler als Butter. Ich sag, Butter ist inzwischen für mich nur noch, oder ist halt geil, weil ich so selten esse. Und dann denke ich mir, okay, für die Abwechslung ist es mal cool. Aber in den meisten Fällen denke ich mir so, Frischkäse mega geil. Wir kaufen auch inzwischen, also ich habe mich jetzt durch sehr viele Frischkäsesorten durchprobiert. Und ich muss sagen, dieses Frischkäsefass von Aldi finde ich auch am besten. Das hat mir meine Freundin quasi gezeigt. Das haben die nämlich immer gekauft. Und da muss ich auch sagen, ich finde das so geil. Also sonst hatte ich immer so von Exquisa. Das ist auch nicht schlecht, aber es ist besser. Erst einmal hallo Rodeo, aber jetzt ist die wichtigere Frage, wie zum Teufel bist du durchs Leben gegangen? Ohne in irgendeiner Form mal Frischkäse gegessen zu haben. Das ist wie I met, by the way, Downy. Ah, okay. Gibt auch keinen Grund, Butter zu essen, wenn man das... Ja, ist auch absolut korrekt. Ist nicht sogar... Ich weiß jetzt nicht, ob es richtig ist oder nicht. Ist Frischkäse nicht gesünder, nenne ich es jetzt mal. Also besser als Butter in der Richtung. Gesalzene Butter auch nicht schlecht. Also ich will ja auch jetzt Butter nicht den Rang quasi. Naja, das ist unser Encounter, ne? Ich realisiere es jetzt, dass dieses komische, hässliche Kackviech unser Encounter ist. Ich will ja auch nicht sagen, dass Butter scheiße ist, aber Frischkäse ist halt immer besser.
Das ist ja der Punkt, um den es hier geht. Ich finde auch Butter nicht schlecht. So ab und an mal eine nice Butter ist nice. Bisschen Butterbreze und so ist ganz nett. Aber also wenn ich mir was zu meiner Breze kaufe, dann würde ich mir auch eher Frischkäse oder Hummus, worauf ich halt in letzter Zeit sehr stehe, dazu kaufen. Fandest Frischkäse damals nicht geil? Was hast du denn für Probleme? Also das Ding ist, ich finde Schnittlauch schmeckt man eh nicht so sehr. Ich finde es aber ganz cool, weil ich finde, also es klingt jetzt weird, aber ich sag ehrlich, wenn in sowas so Schnittlauch oder sowas drin ist, komme ich mir immer so fancy vor und denke mir so, oh, wir haben da jetzt noch ein bisschen Schnittlauch drüber, weil das ein bisschen grün muss rein, das ist ein bisschen ein Spiel fürs Auge und sowas, ne, das Auge ist ja bekanntlich mit, und dann sieht das gar, und dann denke ich mir immer, da habe ich mir meine Taste-Löffel quasi vor mir und denke mir so, oh. Der ist mir nicht einmal nur ein weißen Frischkäse, da ist auch ein bisschen ein Touch-Kräuter mit Schnittlauch drin. Touch-Grün fürs Auge, Freunde, fürs Auge. So, das Kräuterzeug wie Schnittlauch oder Basilikum oder sonst was vertrage ich nicht so gut. Ja gut, das ist dann belastend. Oh mein Gott, Freunde. Ich habe ja auch etwas festgestellt. Ich vertrage Knoblauch nicht mehr so gut. Und ich liebe Knoblauch. Aber ich vertrage es nicht mehr so gut. Mein Magen heute in der Früh... Ich dachte, ich eskaliere. Das war schon so unangenehm, so oft, wie ich aufs Klo gegangen bin, weil ich dachte, ne? So hat mein Magen Rumore gemacht. Ich finde, bei Frischkäse das Gute, dass man das auch nicht drauf spachteln muss, um was zu schmecken. Da reicht so eine dünne, knackige Geschichte. Das stimmt. Wobei ich da auch gut drauf spachtel, bin ich ehrlich. Dann wirst du zum Tester, oder ich? Also, ich würde einen Essenstester geben. Mein Problem ist nur, also ich denke mir immer, ist ja eigentlich mega geil, bei so einem Format wie The Taste mitzumachen. Für alle, die es nicht kennen, da kochen halt Hobby- bis Profiköche einfach auf so einem kleinen Löffel und die probieren dann vier Juroren und dann kann man halt immer so weiterkommen in der Richtung. Ganz simpel das quasi gesagt. Und ich denke mir immer, das ist eigentlich mega geil, aber wenn ich dann überlege, was die da alles essen müssen, so Garnelen und so Zeug mag ich halt überhaupt nicht und so. Deshalb ganz, ganz schwierig. Aber so prinzipiell stelle ich mir das eigentlich mega geil vor. Schwarzbrot drüber, Frischkäse, dann noch so Tomaten, Gurke drauf. Ja, Premium ist stark, das stimmt. Schmelzkäse, Meinung. Ich mag auch Schmelzkäse, finde ich auch nice. Finde ich auch nice. Ich sag den meisten Käse mal. Ich mag sogar inzwischen einigermaßen einen Käse, den ich nicht... Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Nee, nicht Harzer. Ich glaube, Harzer mag ich nicht. Boah, wie hieß denn der? Giremont oder so? Was der Giremont? Irgendein französischer Weichkäse, den ich anfangs gar nicht mochte. Inzwischen finde ich den ganz nice. Finde ich auch ganz nett. Meine Mutter hat einfach einen 450-Euro-Job als Essenstesterin von nebenbei bekommen. Sie fährt in Restaurants und isst dann neue Gerichte, die in die jeweiligen Restaurants rauskommen. Das klingt nach etwas für mich. Giremont, genau. Ja, der. Dann denke ich mir, Salz dazu ist Frischkäse nicht killen, falls es anders ist, nicht eher Richtung süßlich. Ich weiß nicht, ob man Frischkäse süßlich nennen kann. Natürlich hat er Sturmsog. Rot-gelbe Verpackung, genau. Ich glaube, das ist halt so ein. Ist halt Käse, ne? Ich würde Käse jetzt auch nicht als süß betiteln. Ist halt für mich einfach doof gesagt, ist halt, schmeckt halt nach Käse, ne? Ist halt Frischkäse ist so für mich ein Eigengeschmack. Wo ich nicht sagen würde, dass der nach süß schmeckt oder so in die Richtung. Aber halt einfach in die Richtung. Mild bis neutral, ja. Ich denke, wenn man es irgendwie betiteln will, dann in die Richtung, ja. Ich denke, mild kommt gut hin. Ich meine, es gibt ja auch sehr viele, natürlich Trashpflege, es gibt auch recht viele Ausrichtungen von Frischkäse. Was ich zum Beispiel auch gerne esse, ist scharfen Frischkäse. Also da ist dann so Pepperoni-Paprika-Stuff mit drin. Finde ich auch sehr nice. Es gibt auch meistens noch mit Kräutern eine Variante. Finde ich auch mega. Feiere ich auch. Also von dem her... Oh, Frischkäse, geil. Jetzt kriege ich langsam Hunger. Ah, und das Fondue heute wird wahrscheinlich sogar ein Käsefondue. Ich habe noch nie in meinem Leben Käsefondue gegessen. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie das genau funktioniert mit Käsefondue. Da bin ich auch sehr gespannt. Junge, scharfer Frischkäse zum Kochen ist so geil. Ja, ja, ja. Allgemein Frischkäse. Was ich auch gelernt habe... Was cool ist, so bei Nudelauflauf, nicht unbedingt Frischkäse, aber wenn du da so ein bisschen Creme Fraiche oben drauf haust, auf so einen Nudelauflauf oder so,
Das ist so geil später da drin. Ein Banger ist das. Boah, als wir das mal random, ich glaube, in dem Rezept war es sogar drin, gemacht haben, da dachte ich mir, oh mein Gott, mein Gaumen explodiert gerade. Das ist ja geil. Liptower sagt mir, wie gesagt, nichts. Und hallo Max, Mozzarella mit Tomate, auch mega stark. Wobei man sagen muss, da muss aber auf jeden Fall auch Balsamico dann drauf für mich. Weil Balsamico ist da für mich der Geschmacksträger, der diese Kombination geil macht. Ohne Balsamico ist so. Weiß ich nicht. Das hat meine Mutter immer auf Lasagne gemacht. Das war immer der liebste Teil vom Essen. Ja. Wobei man auch sagen muss, dass bei Lasagne ist ja obere Schicht, ist ja meistens. Ist ja sowas Selbstgemachtes. Ich weiß gerade nicht, wie man das nennt. Aber das ist ja was, was du selber im Normalfall kochst, indem du irgendwie Speisestärke und Sahne oder so von. Ich weiß es nicht. Aber es ist auch. Es geht so in Richtung Käse, aber es ist kein. Es ist auf jeden Fall mega geil, diese weiße Schicht. Wow. Jetzt habe ich wieder Bock auf Lasagne. Bechamel, ja, Bechamel. Boah, Bechamel ist so geil. Oh mein Gott, ist das geil. Ey, das ist mein Lieblingsteil bei der Lasagne, ne? Da kann ich mich reinlegen. Und einatmen, ausatmen, dann könnte ich zufrieden sterben. Bechamel ist aber was anderes. Ich dachte aber früher immer, das wäre Käse, aber es ist ja kein Käse. Aber also von der Konsistenz her habe ich immer das Gefühl, dass das flüssiger Käse ist. So, das trifft das, glaube ich, wieder, was ich aussagen will. Ja, jetzt, ihr wisst doch jetzt schon, was. Jetzt stellt euch nicht so an, Freunde. Oh, das war falsch. Aber das finde ich auch bangerhaft. Zum Käsefondue, 90% ist da normal Brot zum Reindippen mit dem Käse, manchmal mit Speckwürfeln drin oder Speck dazu, um den ums Brot zu wickeln. Je nachdem, wie man es kennt, gibt es auch manchmal Obst. Achso, Obst dazu. Ich habe mir gerade vorgestellt, ich dippe jetzt so mein Stück Apfel ins Käsefondue rein. Weiß ich nicht, wie das ist. Aber ja, das sehe ich, das sehe ich. Weil das Ding ist, ich kenne Fondue so, dass man tatsächlich eine Suppe hinstellt. Also ich weiß, es gibt auch mit Öl, glaube ich, wenn es gefüllt ist, ist es normalerweise. Wir haben das daheim immer mit Suppe gemacht. Und dann hast du da deine ganz vielen Fleischstücke und die tust du halt dann rein. Dann kochen die eine Zeit lang und dann holst du das Ding raus. Das war Fondue bei uns zu Hause immer. Das fand ich eigentlich auch immer sehr. Also das finde ich halt immer noch sehr, sehr nice. Das esse ich sehr, sehr gerne. Wir hatten immer so salzige Schinken-Croissants beim Käsefondue. Das klingt auch geil. Freunde, ich esse doch erst in 2 Stunden. Warum machen wir uns eigentlich jetzt schon wieder gegenseitig so geil, was Essen angeht? Wir müssen eigentlich uns angewöhnen, fast schon, weil jetzt wird jeder wieder sich denken, oh mein Gott, jetzt muss ich mir was zu essen machen. Wir machen das Fleischfondue im Fett, ist ungesünder, aber halt leider auch besser, das stimmt. Also ich merke, ich weiß, also bis vor einer halben Stunde, bin ich ehrlich, hab ich noch gefühlt, also gefühlt war ich bumsvoll noch. Und jetzt denke ich mir gerade, jetzt merke ich, wie mein Magen sagt, Bro, Bro, ich bin bereit. Ich bin satt, hatte Pizza, was für eine Pizza? Wichtige Frage an der Stelle. Ich sitze gerade im Zug. Oh, das ist deprimierend. Im Zug sitzen tut man eigentlich nie gerne. Beziehungsweise sehr selten. So, ich glaube, das ist. Ja, I guess Wunschtraum kann man machen. Ist jetzt nicht so kacke. Sitzt sich mega geil, aber hey. Pizza, Mr. Salami. Champis? Meinst du damit Champignons? Schinken, Peperoni. Okay. Also Salami, Schinken ist ja mehr oder minder Standard. Sehe ich? Champignons, Pilze, Bar. Geh mir weg. Da bin ich raus. Peperoni ist noch okay. Also tue ich tendenziell nicht unbedingt drauf. Weil mein Problem ist irgendwie. Ich weiß nicht, Peperoni ist nicht ganz so meins, aber mein Dad hat früher immer, oder tut auch heute noch, halt immer Peperoni auf seine Pizza. Und wenn der was übrig lässt, und in den meisten Fällen ist das so, dann haben mein Bruder und ich teilweise halt immer, ne, das so aufgeteilt oder wer halt gerade da war und hat den Rest gegessen. Und da war immer, die Peperoni war okay, war aber jetzt kein Banger, muss ich sagen. Ich überlege gerade, wo wir noch was mit Surfer machen können. Wir können uns noch TMs an dem Ufer holen, glaube ich. Ich habe noch nie gehört, wie das Ding jemand Champis nennt. Oder Champis vielleicht sogar. Meine kleinen Champions, ne? Ich esse euch jetzt auf, ihr kleinen Scheiße. Habe ich noch nie von irgendjemand gehört, bin ich ehrlich.
Würde ich auch nie machen, aber ich bin ja auch kein Pilzfan, wie gesagt. Also Pfifferlinge ist so das Einzige, was ich noch so einigermaßen essen kann. Aber diese schwammige Konsistenz, nee. Ich wollte heute noch so viel machen, dann habe ich die Augen zugemacht. Ach, Jerry, du bist jetzt nicht. Du bist unironisch eingeschlafen, aber bist du. Hast du. Also jetzt ist die Frage, hast du den Fehler gemacht und hast dich ins Bett gelegt? Weil dann hast du es verdient. Dann bist du auch einfach nur dumm, bin ich ehrlich. Wenn du irgendwo auf dem Stuhl eingeschlafen bist, dann doof, aber dann frage ich mich, wie zum Teufel pennst du auf dem Stuhl ein? Die Frage ist auch, von was bist du so müde? Also war jetzt die Woche allgemein so anstrengend? Gibt's einen Grund? Habe leider Pilzhass, mag nur Shiitake-Pilze. Ja, ich wünschte, ich würde Pilze mögen. Weil ich sag ehrlich, in den meisten Fällen sehen die Rezepte mit Pilze und alles gar nicht so scheiße aus. Und ich meine, das ist ja auch nochmal so ein kleiner Sattmacher dazu, den man dann gut essen kann. So im Allgemeinen ist sowas eigentlich immer mega nice. Ich mag auch so. Also ich bin auch kein großer Kohlfan oder so. In die Richtung Zeug oder Krautfan. Ich wünschte halt, ich würde das alles mögen. Oder zum Beispiel irgendwie mehr Meeresviecher oder so essen. So, ich hätte ja nichts. Ich finde, dass so Rezepte mit. Also Fisch habe ich. Mochte ich früher ganz wenig. Fischstäbchen halt, aber das mag irgendwie jeder. Pilze sind ja auch einfach Schmutz. Ja, es ist aber auch absolut korrekt einfach. Es ist faktisch korrekt. Wenn Pepperoni auf Pizza, dann muss die richtig böse sein. Echt? Dann willst du auch, dass es richtig zwiebelt. Aber sehe ich. Ich finde es auch immer geil, wenn es dann richtig zwiebelt. Stuhlgang danach richtig zum Kotzen. Also ich hatte am Dienstag auch Thai-Essen von der Arbeit aus und habe schon gemerkt, es ist scharf. Der Stuhlgang danach hat das nochmal bestätigt, ich sag mal so. Ich sag ja, je mehr man mag, desto mehr Auswahl hat man. Eben, das ist halt das Ding. Und ich finde halt auch, also Fisch, wie gesagt, mag ich inzwischen einigermaßen. Ich glaube auch, den meisten Fisch würde ich inzwischen essen. Ich meine, wo ich sage, es ist auch okay, dass man das dann einfach nicht mag. Ich glaube, Steckeilfisch habe ich noch nie gegessen. Ich würde Steckeilfisch in der Form probieren, wenn mir jemand einfach so quasi den Fisch abzieht und ich den Kopf nicht sehe und quasi nur das Filet davon hätte. Dann würde ich das Ganze mal auch essen, aber also den Kopf brauche ich echt nicht davon sehen. Oder zum Beispiel so Muschelzeug und sowas. Sowas sieht halt, ich finde, das sieht in den meisten Fällen auch tendenziell echt gut aus. Und ich bin ja dann nicht mal dem zwanghaft abgeneigt, aber boah, aber am Ende des Tages schmeckt es halt echt nicht geil. Also ich hab mal Muscheln probiert. Und ich sag, das ist etwas, das kriegst du runter. Aber es schmeckt nicht so geil. Es schmeckt anfangs wie Hähnchen, wie so ziemlich alles. Aber hat so einen ganz weirden Nachgang, habe ich das Gefühl. Ich mag nichts aus dem Meer, nicht mal Fischstäbchen. Aber das ist, glaube ich, bei vielen so. Also hatte ich, wie gesagt, früher auch. Inzwischen mag ich Fisch sehr, tendenziell sogar eigentlich ganz gerne, wenn es gut gemachter Fisch ist. Ich hatte. Also, boah, als wir in Lissabon waren. Wir waren in einem Restaurant, ne, Freunde. So ein kleines auf so einem Weg, ne? Eigentlich fast schon unscheinbar, was so auf drei Räume aufgeteilt war. Also wirklich, stell euch hier so die Straße vor. Da war hier ein Standort, dann musstest du erstmal an weiteren Gebäuden vorbeigehen. Hier ein Standort, wo genau dasselbe Restaurant nochmal weiter, da ist nochmal ein Standort. So richtig weird, unscheinbar schon fast ein bisschen. Natürlich hast du Wegsperre. Boah. Ey, da gab es Reis mit Fisch. Also, um das simpel zu sagen, Reis mit Fisch einmal gegessen habe ich. Leck mich am Arsch, war das lecker. Boah. Und meine Freundin hatte Ente mit, ich glaube, auch Reis. Leck mich am Arsch, war diese Ente geil. Also, noch nie so eine geile Ente gegessen. Und die Soße davon. Oh, war das geil. Oh, geil. Oh, leck mich am Arsch. Aber ich habe halt nur ein Problem mit Fisch vor allem. Ich werde davon nicht satt. Also ich werde schon satt, aber nach einer Stunde ist das Ding verdaut. Also ich verdaue Fisch so schnell. Ich werde so schnell wieder hungrig, das ist der Wahnsinn. Oh, wir sind beim Essen. Zeit aus dem Lock, während im Kochen rauszukommen. Ja, damit lockt man sie. Ich habe schon Krokodil und Känguru gegessen. Hätte die Option gehabt, das zu essen, aber wollte es irgendwie nicht essen. Ich weiß nicht. Also, es klingt weird. Aber dadurch, dass das quasi nichts Natürliches für mich ist zum Essen, habe ich nicht so das Verlangen, das auch überhaupt zu essen. Ich weiß nicht. Also, ich meine, am Ende des Tages, wenn ich so drüber nachdenke, so ein Schwein oder eine Kuh, da denke ich mir jetzt nicht auch,
Boah, oder ein Huhn, das wäre cool zum Essen, nenne ich es jetzt mal. Also, wenn ihr versteht, wie ich meine. Aber beim Krokodil ist, also ich glaube, ich kann mir sogar Känguru eher vorstellen als ein Krokodil. Weil ich glaube, beim Krokodil ist auch bei mir so das Problem. Ich stelle mir so vor, wie wenn ich ein Krokodil berühren würde. Das fühlt sich alleine ja schon auch mega weird an. Und, ah ja, nevermind, man kann ja hier gar nichts machen. Ich dachte, man könnte hier schon surfen, nevermind. Ich weiß nicht, ob man meine Klärung in irgendeiner Form versteht. Man muss auch nicht alles essen, das noch dazu. Haben wir jetzt noch irgendwas? Meine Ex-Freundin war Australierin, da ist. Ja, okay, sehe ich. Du isst auch nicht die Haut. Ja, natürlich isst du nicht die Haut, aber trotzdem die Vorstellung, dass dieses Tier quasi vor mir ist, dass ich das esse, finde ich irgendwie. Finde ich weird. Weiß ich nicht. Finde ich komisch. Wenn man versteht, was man meint. Am Ende des Tages ist es quasi bei allen Tieren komisch. Weil es ist ja immer noch ein Tier, ein Lebewesen. Aber damit ist man halt aufgewachsen. Deshalb ist es normaler. Wild war so das Exotischste, was ich gegessen habe. Wäre es dann bei mir, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht, welches Wild. Ich glaube, also, ich glaube, ich habe mal Wildschwein gegessen. Ich glaube, das wäre so mit das Exotischste, nenne ich es jetzt mal, was ich gegessen habe. Was Fleisch angeht. Tony hat sich gerade gerettet von dem Veganen. Nee, eigentlich nicht. Also, das ist ein ganz. Also, ich finde es halt immer dumm. Also, ich finde, das ist ein ganz normales Thema. Es ist normal, dass Leute weiterhin Fleisch essen. Es ist normal, dass Leute kein Fleisch essen. Ich mache halt beides. Also, ich habe ja. Ich kaufe ja zum Großteil inzwischen. Ich bin quasi auf beiden Seiten. Ich kaufe zum Großteil, oder wir besser gesagt, kaufen zum Großteil nur noch veganes Fleisch. Und halt, wenn man in ein Restaurant oder sowas geht oder ab und an, kauft man halt auch normales Fleisch. Ja, zum Beispiel Schinken oder sowas kaufen wir auch noch ganz normal. Also von dem her. Ich habe da auch nicht schon lange gekannt, so das da nicht mehr. Toni hat mich schon fertig gemacht. Ich bin schon vernichtet. Wildschwein, Reh, Fasan, Kaninchen hatte ich schon. Also Kaninchen hatte ich noch nie. Bei Reh bin ich mir jetzt ehrlich gesagt unsicher. Ich würde tendenziell auch nein sagen. Und bei Fasan bin ich mir auch unsicher. Würde da tendenziell aber sogar eher ja sagen. Also sowas wie Truthahn hatte ich auf jeden Fall schon. Aber mehr. Ich überlege auch allgemein, was habe ich denn noch so Exotisches gegessen? Iss Reh und schau dir Bambi währenddessen an. Also bin ich ehrlich, das wäre jetzt nicht schlimm für mich. Nenne ich es jetzt mal. So weit kann ich das noch trennen. Oh mein Gott, wir haben die Wette gar nicht aufgelöst. Ja, Rodeo, kannst du die Wette auflösen? Ja, und niemand was gesagt. Das war noch die Wette von der Arena am Anfang. Ja, keine Sau irgend. Ah ja, wir brennen ja. Es hat keiner was gesagt. Nee, ja, nicht mal du. Es ist kein Mon gestorben. Es geht ja nicht mal um dich, sondern einfach um die Zuschauer allgemein, die mitgewettet haben. Er hat einfach keine Sau irgendwas gesagt. Und dadurch habe ich auch gar nicht dran gedacht. Ich glaube, wir waren zu sehr noch in Pokémon vertieft. Ich habe schon wieder vergessen, dass der Liebeskuss kann. Ich bin dumm. Sag halt Leben und Leben lassen. Die Leuten reinzureden ist halt toxisch. Das Einzige, was ich mir von Menschen nur wünsche, ist, dass sie ein Bewusstsein dafür haben, was sie essen. In welchen Mengen. Ja. Das sehe ich. Aber ich glaube, tendenziell so ein bisschen das Bewusstsein allgemein zumindest weniger zu essen, kommt auch gerade mit steigenden Preisen auch ein bisschen daher. Hat aber auch keiner geschrieben. Ja, eben, das meine ich ja. Das meine ich ja, dass da keiner auch geschrieben hat. Aber ja, das sehe ich ja. Und da reinzureden ist eh dumm. Weil. Weiß ich nicht, das ist. Ich schreibe ja niemandem vor, wie er zu leben hat. Nee, da haben wir noch nicht über Essen tatsächlich geredet. Also, das finde ich allgemein dumm. Dann kann ja auch jemandem vorschreiben, bitte, du musst jetzt weniger essen. Könnte ich genauso dann jemandem vorschreiben. Oder du musst jetzt mehr essen. Also ja. Weiß ich jetzt nicht, Kevin, ob ich das so sagen würde. Nichts gegen dich, Kevin, aber ich glaube, das war eine der dümmsten Aussagen. Also wenn du das ernst meinst, bin ich ehrlich, war das eine der dümmsten Aussagen, die ich, glaube ich, je in diesem Chat gelesen habe. Ich hoffe für dich echt, dass du das jetzt nicht gerade ernst meinst, weil das ist schon ein bisschen. Weiß ich jetzt nicht.
Weiß ich jetzt nicht. Reinreden führt zu nichts, das löst höchstens Trotz aus. Das ist eben das Ding. Das bewirkt halt meistens eher das, was Negatives als was Positives. Ja, das sowieso. Es wird halt immer weiter produziert halt auch. Das ist halt auch das Problem. Man könnte ja auch in Angriff nehmen, dass man quasi weniger produziert. An Fleisch quasi, ne? Dass weniger Massentierhaltung, dies, das gibt. Oder wenigstens dann man mehr in diese Bio-Richtung geht und bio-normaler wird. Aber wenn sie die Scheiße halt einfach nur bums teuer und alles auch machen. Nein. Wie jetzt Black Screen? Von die Musik läuft doch noch. Was soll denn die Scheiße jetzt? Kann ich hier irgendwie ein Safe State setzen oder sowas? War aber ernst gemeint. Ja, dann tut's mir leid, aber dann ist das einfach nur eine dumme Aussage. Weil das ist einfach. Einfach nee. Dann dürfte ein Veganer im Endeffekt auch gar nichts mehr machen. Wenn sich keiner leisten kann, kann es sich auch keiner kaufen. Selbes bei nachhaltiger Kleidung. Ja. Ich glaube. Ich glaube, dass. Was ist denn jetzt los? Spiel? Ich wollte gerade sagen. Wird das Spiel jetzt auch wieder starten? Ich weiß jetzt nicht, wo der letzte Speicherpunkt war. Das Gute ist, wir haben ja automatisches Speichern an. Und dann sollte das einigermaßen okay ausgehen. Und wir sollten nicht zu weit nach hinten geschmissen worden sein. Brauchst du was? Mich? Für was? Na, das ist jetzt schwierig. Hört halt auf, Luft zu atmen. Ich würde sagen, wir schließen das Thema einfach damit. Ich wollte auch gerade sagen, lassen wir das Thema lieber. Ich denke mal, es wurde genug dazu gesagt. Lasst uns wieder zurück zu, wir machen uns gegenseitig hungrig gehen. Das ist, denke ich, eine gute Sache. Das ist, denke ich, eine bessere Sache. Wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben? Wir wollten. Ja, dann fühlt sich wieder jemand angegriffen und so. Deshalb lassen wir das Thema einmal an dem Punkt. Ich habe gerade gegessen. Stark. Morgen esse ich was mit Rahmspinat. Oh, Spinat, schwierig. Ja, ich glaube, wir waren wirklich bei Alligatoren essen. Ja, das finde ich auf jeden Fall weird. Ansonsten. Also, ich weiß, ein Lehrer von mir hat Insekten auch schon gegessen. Und der hatte gemeint, dass Insekten tatsächlich sehr gut geschmeckt haben. Da bin ich auch sehr gespannt. Was heißt auch sehr gespannt? Das klingt jetzt so, als würde ich das pauschal essen. Ich glaube, ich würde es probieren. Weil ich einfach wissen will, wie das schmeckt. Ich glaube, ich würde es mega kacke finden. Also vom Blick her, also wenn ich mir das so angucken würde, auch wenn die paniert, was auch immer sind, würde ich mir trotzdem denken, oh, es ist ein Insekt. Ich glaube, am Ende des Tages die werden, glaube ich, wirklich gar nicht so kacke schmecken. Ja, proteinreich sind die auf jeden Fall. Um kurz auf Spinat zu kommen, ich mag keinen Spinat. Also Rahmspinat ist noch okay. Aber da habe ich auch einmal, hat meine Mom so dreckig viele Zwiebeln, also wirklich ein Zwiebelbombardement reingehauen. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Und seitdem, glaube ich, bin ich auch ein bisschen abgeturnt von dem allgemeinen Dingsbums. Spinat. Am Ende ist es okay. Im Rahmspinat gehören keine Zwiebeln. Es kann sein. Aber ich weiß nicht, warum. Meine Mom hat das irgendwann mal gemacht und dann war Katastrophe. Dann seitdem ganz schwierig. Ja, ich glaube, Insekten appetitlich zu servieren, sehe ich, dass das sehr schwierig ist. Kann das andere Licht? Ja, ich wollte gerade sagen. Das sah gerade mega weird aus mit nur einem Licht. Das war ja ganz, ganz komisch. Spinat toppt hier. Also, ich sag Rahmspinat. Ui. Na gut. Ich sag Rahmspinat, sehe ich, dass das top tier. Rahmspinat, sage ich, finde ich okay, dass es. Ne, dass man es isst. Boah, aber normaler Spinat, finde ich, schmeckt grausig. Dann ja zwei Bildschirme und zwei Lichter, wilder Mann. Ja, das nennt man auch ein normales Gaming, also normales Streaming-Setup haben. Also ich meine,
Es ist jetzt nicht so, als würde ich nichts hiermit verdienen, ne? So ist ja jetzt nicht. Und das wird halt reinvestiert. Ich gehe wieder schlafen. Bist du dir sicher? Dann schläfst du in der Nacht nicht mehr, Jerry. Hat dir das deine Mama nicht gesagt? Dass du dann nicht mehr schläfst in der Nacht? Das ist voll gar nicht gut. Deshalb würde ich auch nie Mittagsschlaf machen. Damit machst du einfach nur deine Schlafschedule kaputt. Das ist ja mega scheiße. Aber ja. Also ich habe hier zwei Bildschirme, eine Webcam. Zwei Lichter. Ja, heute ist Donnerstag, Toni, richtig. Schon wieder Zeitenlernen. Ich habe so ein bisschen Schaum-Schall-Absorbier-Ding, damit es nicht ganz so hallig hier drin ist. Aber das Problem ist halt, der Raum ist halt, also hier hinter mir ist noch so riesig viel Raum. Und da ist halt nicht so viel drin. Deshalb ist halt trotzdem leider immer noch ein bisschen Hall-Schall und alles. Ich freue mich, wenn wir hier raus aus der Wohnung sind. Erstens, weil die Wohnung gar nicht mal so geil ist. Also wirklich nicht so geil. Und zweitens, weil wir dann wahrscheinlich nach einer Wohnung auch gucken, wo ich ein eigenes Arbeitszimmer bekomme für Streaming und YouTube. Also das ist ziemlich nice. Ich habe kurz Angst, dass ich mein Zugticket einen Tag zu spät geholt habe. Ah, nochmal Glück gehabt. Der hat wohl nochmal Glück gehabt. Aber das Glück ist ja mit den tüchtigen Oder-Frauen, habe ich gehört. Hey, das ist ja einfach nur Level. Ich bin einfach 16 Level über denen. 16. Das Spiel ist im Übrigen um 20% erhöht, möchte ich nochmal anmerken. Im Sommer wird das Trennen von Arbeitszimmer und Schlafzimmer heilig sein. Inwiefern das? Ich meine, das habe ich ja jetzt schon überstanden. Da war ja beides hier drin. Ich freue mich aber da so riesig drauf, ne? Da kann man dann sich auch meinen geilen Background. Ich meine, mein Background besteht aus diesem Schrank hier und den bisschen Plüschis, die man so leicht in der Ecke hier sieht. Dieses blaue Ding ist übrigens so ein Kasten, also so eine Dose, wo einfach nur Spiele drin sind. Für alle die, die sich schon immer. Wo ist der hin? Fliegt der? Was macht der? Die sich schon immer mal gefragt haben, was der macht. Also was das da ist. Nee, der PC heizt actually gar nicht wirklich hoch, nö. Das ist actually in Ordnung. Warum hat Felix gerade bodenlos geschrieben? Ist bodenlos jetzt wirklich ein Wort, was bei den Leuten angekommen ist, oder benutzt ist das gerade ein Meme-Begriff? Weil ich sag ehrlich, bodenlos ist so cringe. Ey, das ist der Wahnsinn. Dann wäre ich wohl kein Macher, okay. Ich habe ein leichtes Gefühl, dass das absichtlich ist. Eine Frage wegen dem Hintergrund. Ist er jetzt gespiegelt oder ist es in der Nuzlocke? What? Was ist gespiegelt? Was? Hä? Worauf zielt die Frage gerade ab? Ich bin gerade verwirrt. Also jetzt gerade die Cam ist, glaube ich, die Cam müsste gespiegelt sein gerade. Nee, ich glaube, hier ist sie nicht gespiegelt. Wenn ich rechts quasi wäre, ist sie gespiegelt. Ah, ja. Es kommt darauf an, wo die Facecam positioniert ist. Wenn die Facecam rechts vom Bildschirm positioniert ist, ist gespiegelt. Donny zeigt nach links. Da ist bei mir links. Ja, dann ist sie gerade. Nee, dann ist sie doch gerade gespiegelt. Oder? Ja, dann ist sie gerade gespiegelt. Und wenn ich rechts sitze, wenn sie rechts ist, dann ist sie anscheinend nicht gespiegelt. So rum, jetzt. Weil ich will ja immer ins Gameplay gucken, weil ich gucke ja recht viel nach links drüben, weil da ist der Chat. Bodenlos Neudeutsche unerhört. Wohl eher, warum tun sie das? Weil nicht ins Gameplay gucken wäre ja belastend. Ich habe aber gesehen, das einzig Gute ist, weil ich ja immer die Angst hatte, weil wenn ich gerade gucke, also das wäre jetzt wirklich, wenn ich genau gerade gucke, sieht es ein bisschen so aus, als würde ich so ein bisschen auch nach unten gucken, weil es von der Cam aus so ist. Ich glaube, bei Moggy ist das ähnlich. Also bei Mythos of Playing, Gaming, wie auch immer man es nennt. Oder wie auch immer man ihn kennt, besser gesagt. Da ist es ähnlich, habe ich gemerkt. Beziehungsweise, der guckt auch sehr viel in seinen Streams nach links. By the way, aber bodenlos besser als Untermensch. Ich werde dieses Wort niemals mehr in den Mund nehmen, nachdem ich weiß, warum das genutzt wurde.
Ich bin ehrlich, ich glaube, ich habe das Wort auch damals, als es in war, ich glaube, ich habe das nie benutzt. Also, das war auch nie in meinem Sprachgebrauch drin. Also, ich versuche mir momentan immer noch sehr, statt den meisten Beleidigungen sowas wie Saftsack anzutrainieren, weil ich bin großer Fan von dem Wort Saftsack. Aber ich meine, so ein Arschloch oder, ne? Oder so ein Haarsohn, so in die Richtung. Ich stehe seit 26 Millionen Jahren in Neustadt am Rübenberge. Ich will das nicht mehr, das sagt man. Sodele? Oh nein. Sodele will ich nicht sagen. Ich glaube, das will man nicht. Hampelmann, beste Beleidigung, stark. Hast du die Cam auf oder neben dem Bildschirm? Bei auf ist. Ja, ist ja auf, deshalb ist es ja normal. Ja, klar. Also, es ist nicht so, als wäre es unnatürlich, dass es so ist, nur einfach allgemein so. Hasensohn, ach du Scheiße. Das finde ich jetzt schon wieder witzig. Oh, das muss ich mir merken. Oh, die 90er rufen gerade an, wollen das Wort zurück, ich glaube auch. Oh, wobei ich finde Hampelmann nicht so schlimm. Hampelmann hat mich gerade ein bisschen gecatcht. Finde ich schon ein bisschen witzig, muss ich gestehen. Ah, nein, man meint, hier war ja gar nichts drin, ne? Nee. So. Ich weiß auch nicht, was ihr jetzt. Der arme Felix, was hättet ihr den armen Jungen denn so? So, was gibt's denn hier zu kaufen? Top-Beleber, Griffklaue, Sternenstaub, Kraft. Ui. Ist ein besserer Hypertrank für weniger Geld. Feier ich. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Heilitems ich habe. Ich nehme die jetzt einfach mal mit. Weil wir haben gerade recht viel Geld. Heilbälle gibt es hier noch. Ja. Sehr viel mehr Großartiges gibt es nicht. Ah, stimmt. Wir könnten. Was wir noch machen können. Wir können ja einmal. Ja, wir können einmal speichern, das auch. Ich mag das Wort Scheusal. Ach du Scheiße, das habe ich ja auch ewig nicht mehr gehört. Nein, nicht zerschneiden. Ich will auch nicht zerschneiden einsetzen. Ich würde gerne Fliegen einsetzen. Da muss ich immer an Felix denken. Bei dem Wort Scheusal, na gut. Schade, Felix. Ich mag das Wort Essen. Essen ist ein starkes Wort, das ist richtig. Ich mag es auch allgemein zu essen. Ich glaube, das ist meine Lieblingsbeschäftigung, um ehrlich zu sein. Ist schon auch eine sehr starke Beschäftigung. So. Felix aber auch eine starke Beleidigung. Schade, Jerry. Hättest du dich jetzt nicht vertippt, dann wäre es vielleicht sogar witzig gewesen. So. Na, gucke mal an. Da kann ja jemand sogar eine Stab-Attacke. Wahnsinn. Ja, unironisch gut. Der gute Fakes. Ach, Jerry. Jerry dachte, jetzt ist mein Moment. Jetzt bin ich witzig. Jetzt fronte ich Felix so richtig. Und dann dachte sich Jerry, weißt du was? Ich scheiß jetzt einfach fett rein. Dann hat er sich auch sehr gut für das Fett reinscheißen gedacht. Weiß ich nicht. Nee, Fakes klingt eher nach etwas, wo ich mir denke, das klingt nach so einem kleinen Ort, irgendwo im Nirgendwo. Ja, ich fahre heute übrigens zum Felix nach Fakes. Das ist so ein kleiner Hinterort. Was lernt man daraus, liebe Kinder? Bevor man seine Nachricht abschickt, kontrolliert man sie nochmal. Kein Mensch möchte Jerry sein. Das durchaus auch. Ja, doch, das sehe ich auch. So, du kriegst mal einen Schrägrauch. Und sonst irgendeine TM, die vielleicht nicht so kacke ist für Xatu. Druckschlag. Lavasturm könnte der lernen, ja. Ob mir das jetzt ein Xatu wert ist, weiß ich nicht. Schocksamen hätten wir mal. Oh, Satzenia könnte Schocksamen lernen. Ist das ein Ding, was man macht? Ich glaube, das ist ein Ding, was man macht. Ich meine, Satzenia ist jetzt schon so lange dabei, der hat es sich verdient, dass er eine gute TM kriegt. Manchmal wünsche ich, dass ich mich aufnehmen würde für solche Situationen, um meine Reaction für immer zu haben. Ja, das habe ich mir früher aber auch immer gedacht. Oh, Schutzstacheln wären auch gar nicht so kacke. Ich meine, wir können sie mir mal beibringen. Wobei wir haben ja T-Spikes, ne? Nevermind. Dann passt es schon. Früher dachte ich mir auch immer, am liebsten würde ich einfach mich nebenbei einfach nur beim Reden aufnehmen. Einmal nur, um das Comedy Gold einzuatmen, was ich quasi rausposaune. Und es dann einfach irgendwie zusammencutten und random einfach irgendwann mal hochladen. Downy out of context quasi. So out of context Downy. So damals, wenn ich so mit meinen Freunden geredet habe, vor allem früher sehr viel. Das wäre geil. Das wäre echt geil. Und dann einfach so ganz viele Out-of-Context-Downy-Videos. Das wäre wild. Aber ja.
Machst du nix. So. Dann heilen wir uns einmal. Und dann würde ich aber tatsächlich sagen, Freunde, wie gesagt, es geht dann jetzt zum Essen. Und dementsprechend würde ich jetzt den Stream beenden. Wir sind jetzt auch wieder gute. Also, wo der Chat nur einmal muss man sich einfach nur einmal beschweren und schon ist der Chat aktiv. So möchte ich das doch sehen. Ich schaue gerade, ob noch jemand online ist. Ansonsten, ich glaube, Flo ist wahrscheinlich noch online, ne? Gut. Dann schicke ich euch zum guten Flo rüber. Der spielt wahrscheinlich Overwatch 2. Ja, tut er. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Wir hören uns vielleicht am Sonntag, ansonsten am Montag wieder. Oder irgendwann nächste Woche halt. Bye bye, tschüss.